whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. Think it better when I swear. Follow you no matter where. Think it better when I swear. Follow you no matter where. Down in empty streets, looking for joy. I don't want to have it. Cause I don't wanna be, hey, like the wanna flee, like the wanna leave. I'll never surrender, but ever remember, my lover. Did you give up on me? Have you never learned a lesson? Sorry, I will never be. This kid is a new number one driver. Moin moin, herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute, ja, wieder Montag, wieder Wrestling eSports. Heute das, ja, letzte Rennen dieser Saison. Nee, dieser Saison nicht, aber dieses Jahr. Nächstes Jahr geht's weiter mit der Saison. So rum, am 2. Januar nämlich. Also heute nochmal das letzte Mal Wrestling eSports für dieses Jahr. Heute sind wir auf Misano unterwegs. Qualifying, ja, müsste gerade begonnen haben. Und ja, wir haben heute tatsächlich 90 Minuten auf dem Programm. Sonst sind's ja meistens 60 Minuten. Alle paar Rennen sind wir mal 1,5 Stunden unterwegs. Also wird heute ein bisschen längeres Rennen. Moin Dani, viel Erfolg dir. Die ist nämlich auch dabei hier heute. Mal gucken, ob es heute mit den ersten Punkten was wird. Ja, insgesamt haben wir 24 Autos heute dabei hier in der Liga 1. Also gucken wir mal, wer sich hier ja, gut platzieren kann. Auf jeden Fall die, die vorne in der Gesamtwertung sind, sind heute auch alle mit dabei. Und ja, mal schauen, wer da jetzt noch Punkte gut machen kann. Wir schauen uns die Gesamtwertung nachher nochmal an. Könnte vielleicht nochmal interessant werden gegen Ende der Saison. Wie gesagt, schauen wir uns mal an, dann kann ich das mal ein bisschen näher erklären. Jetzt gehen wir erstmal auf die Strecke. So, da sind wir. Also 24 Autos haben wir hier auf der Strecke, 18,5 Minuten noch. Sind gerade hier ja aus der Box gefahren, versuchen jetzt hier eine gute Zeit zu setzen. Wetter sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Trocken, ganz anständige Temperaturen würde ich sagen. Moin Chromix. Und wir gehen wie immer einmal durch Starterfeld durch, fangen an bei der Nummer 1, immer noch der Erste in der Gesamtwertung. Ist die Frage, wie lange noch? Vor allem Nick Husfeld, der hier ja, momentan auf der 21 ist, ist ein schärfster Verfolger. Also der hat fast immer gewonnen, wenn er mitgefahren ist. Von daher, ja, knappst du da mal regelmäßig Punkte ab Richtung Hillegeist. Also können wir, wie gesagt, gespannt sein. Er hier auf jeden Fall für GoFast Racing unterwegs im BMW M4. Moin, NoFake. Mit der Nummer 2 haben wir Corbin Behnke, während ich hier kurz nochmal
irgendwie mein Kabellage hier mal richten muss. So, jetzt haben wir es. Ja, im Audi ist er hier unterwegs, steht hier noch in der Box. Corbin Behnke im Audi mit der Nummer 2. Behnke auch, glaube ich, gar nicht so schlecht platziert. Ja gut, Platz 13 in der Gesamtwertung, aber fährt erst seit dem 7. Rennen mit. Also die ersten 6, ja, war gar nicht dabei, konnte gar nicht punkten. Von daher, glaube ich, kann man da ganz zufrieden sein. Aber sind ja noch ein paar Rennen. 19 Rennen haben wir ja insgesamt hier in der Liga. Ja, auf der jetzt 4. Position noch gelistet, aber noch keine Zeit gesetzt, die Nummer 11. Max Ohlinger ist das für Mosquito Motorsport, auch im BMW unterwegs hier. Auf der 14, jetzt haben wir den nächsten Audi, Chris Toske, Monkey Town Racing. Auch gerade auf einer gültigen unterwegs, wie wir sehen. Hier auf der ersten längeren Geraden wieder Richtung zur Haarnadelkurve, die wir da oben oder da vorne sehen. Da werden wir sicherlich auch den einen oder anderen Zweikampf sehen. Strecke ist ja doch relativ breit. Die Curbs kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Muss man sehr, sehr viel mitnehmen. Aber nicht zu viel. Crackcuts sind hier durchaus ein Thema. Aber wie gesagt, eigentlich kann man sich gar nicht so beschweren. Man kann hier sehr, sehr viel Curbs mitnehmen. Also zum Teil gefühlt das ganze Auto drauf. So, Oliver Gehler hat jetzt die erste schnellste Runde gesetzt. Das ist eine 1:33.957. Ja, da geht noch ein bisschen was, denke ich mal. 33.7 sehen wir jetzt hier von Ricardo Hillegeist. Während wir mal ein wenig weiter wandern hier durchs Feld. Phil Bartel haben wir hier. Immer noch der einzige Lexus, soweit ich das gesehen habe. Ja, gerade hier unterwegs, aber auf keiner gültigen Zeit. Monkey Town Racing haben wir hier nochmal mit der Nummer 17. Phil Bartel, der ist in der Gesamtwertung, ist er denn? Da auf der 20. Ja, der hatte die ersten Rennen, ja, leider keine Punkte groß geholt. Erst ab, ja, Rennen 9. Vorher hat er einen Punkt, dann hat er 14, 12 und letztes Mal 4 Punkte geholt. Also da lief es im letzten Rennen so ein bisschen besser als zuvor. Ja, schauen wir mal heute. 24 Autos, die ersten 15 bekommen Punkte. Also, ja, da werden einige heute leer ausgehen. Benutzer haben wir dann hier im McLaren für RLE Racing Ducks mit der 23. Auch noch keine Zeit gesetzt hier gerade dabei. Hier der McLaren jetzt Anfahrt der nächsten Haarnadelkurve eng. Rechtsraum und dann geht es hier in den letzten Abschnitt, der sehr, sehr viel Vollgasanteil hat. Vor allem dann am Ende hier nach den ganzen Rechtsknicken. Wird es auch gerne mal interessant, wenn doch mal einer meint, da auf die Innenseite zu stechen. Dann wird es sehr kritisch. Nämlich da die nächste Rechtskurve. Da fliegt man auch so gerne mal ein bisschen raus. Einmal anbremsen und dann geht das hier rechts rum. Und genau das meine ich, da sehen wir es. Da brauchst du wirklich den ganzen Grip und dann geht es hier an, ja, eine weitere sehr, sehr enge Kurve. Nikusfeld, das ist der zweite in der Gesamtwertung. Wie gesagt, der gewinnt hier fast jedes Rennen, was er mitfährt. 3 Rennen ist er nicht gefahren. Alle anderen hat er bis auf 1 gewonnen. Auch meistens die schnellste Runde geholt. Daher, ja, wie gesagt, wird es nochmal spannend hier auf den letzten, in den letzten Rennen, ob er nochmal die Gesamtwertung übernehmen kann. Ricardo Hüllegeists Aufgabe wird sein, ja, möglichst dafür zu sorgen, dass er wenig aufholt in der Gesamtwertung. Fährt jetzt hier erstmal nochmal in die Box. Aber er hier im Porsche unterwegs, auch für Monkey Town Racing. Moin Lukas. Ja, Lukas Hunter. Passenderweise haben wir jetzt hier auf der 7. Position. Hat auch schon eine Zeit gesetzt. 1,2 Sekunden stehen nach ganz vorne mit der Nummer 33 im Audi unterwegs. Kommt aber gerade mit einer halben Sekunde im Delta um die Ecke über die Linie. Da dürfte es erstmal ein Stück nach vorne gehen. Auf die 4. Position mit der 33 CF Racing Team. Aber bestes Auto wissen wir nicht. Momentan, wie gesagt, auf der 4. Auf der 6 haben wir den nächsten Porsche, Mosquito Motorsport, Stefan Krelink, so heißt er, mit der 68. Ja, erster Sektor lief nicht ganz optimal, zumindest mal nicht besser als zuvor. Aber immerhin hier momentan in den Top 10. 16 Autos haben wir aktuell, jetzt 17 Autos mit einer gültigen Zeit. Da hinten fehlen noch so ein paar, sind aber fast alle draußen. 2, 3 Autos gerade in der Box, können wir aber davon ausgehen. Oder hoffen wir mal, dass die nochmal rausfahren. So, dann haben wir Oliver Gehler, den haben wir eben schon gesehen, der hatte mal kurzzeitig die Führung übernommen, aber jetzt, ja, reizt mit der Runde nicht, eine Zehntel fehlt ihm aber auch nur, Hillegeist direkt dahinter, jetzt nochmal eine Zehntel rausgeholt, 33,6 glatt, das ist der BMW, den wir da vorne, da oben sehen, ja, er hier auch im McLaren unterwegs, Mosquito Motorsport mit der 70, Gehler, wo ist der in der Gesamtwertung, muss mal kurz gucken, oh, so viel Teams, die schon mitgefahren sind oder Autos. Erstmal ein bisschen gucken. Irgendwie finde ich den gerade nicht, warum auch immer. Ach, da unten. Auf der 33. Ja, okay. Aber ist auch erst letztes Rennen eingestiegen in die Liga. Ein Punkt hat er da geholt. Von daher, denke ich mal,
ja, wird da hier gucken, dass er noch mehr Punkte holen kann. Mal sehen, vielleicht geht es auch noch mal ins Mittelfeld in der Gesamtwertung. Dann haben wir Chris Schneider, den haben wir hier für Schneider Racing mit der 91, ebenfalls im BMW M4. Er ist auf jeden Fall deutlich besser nochmal platziert hier auf der 5. Position in der Gesamtwertung. Ja, könnte nochmal Chancen auf die 4. haben. Da fehlen jetzt nicht so viele Punkte. Chris Kaiser ist nämlich auf der 4. Dann wird es aber schon ja ein bisschen größer, der Abstand in der Gesamtwertung. Also gucken wir mal, jetzt ist er hier auf der 4, auch auf der Strecke. Könnte also auf jeden Fall gute Chancen haben, heute wieder gut zu punkten. Dann kommen wir zu Philipp Noack, Go Fast Racing, der Teamkollege vom gerade Führenden. Ja, letztes Rennen lief eigentlich ganz gut, recht unspektakulär auf dem Oldenpark. Hat sich da aber auch einiges an Punkten holen können. 24 an der Zahl, sein bestes Ergebnis also beim letzten Mal, letzte Woche. 2 Positionen damit gewonnen in der Gesamtwertung. 9. ist er nämlich. Ja, und jetzt ist er gerade auf der 8. Diese Runde... Ja, noch keine Verbesserung, aber spielt hier auf jeden Fall offenbar wieder in den Top 10 mit. Drücken wir ihm mal die Daumen. Dann kommen wir zum nächsten Monkey Town Racing Piloten mit der 169 auf der 5. Position gerade. Das ist Daniel Müller. Der geht jetzt hier in die letzte Kurve rein, aber da wird er jetzt erstmal, ja, sich nicht verbessern. Wird sich darauf konzentrieren, jetzt hier gut rauszukommen. Schön Curb mitnehmen, nicht zu weit raus. Da haben wir auch diese, ja, Wurstcurbs, sage ich mal, die das Auto sehr unruhig machen können. Ja, Daniel Müller jetzt hier auf der nächsten gezeiteten Runde. Benedikt Alisch, den haben wir hier auf der 12. Position. Gesamtwertung 6. Ja, letztes Rennen leider nicht zu Ende gefahren. Allgemein viele in den Top 10 in der Gesamtwertung nicht zu Ende gefahren. Wenn ich mir das hier gerade so angucke beim letzten Rennen. Also da hat sich nicht viel getan. Vorne konnten die dann abhauen sozusagen. Bisschen ausbauen. Und im Mittelfeld in der Gesamtwertung konnten die dann ein bisschen aufschließen. Alisch jetzt hier auf der 10. Position. 0,8 Sekunden. Rückstand, 0,02 nur zu Philipp Noack auf der 9, auch nur 0,5 zu Chris Soske auf der 11, also wie immer hier im Mittelfeld sehr, sehr eng. Ja, eine etwas größere Lücke haben wir aktuell zwischen 7 und 8, da sind es gute 0,2. Aber sonst da vorne ist es doch halbwegs eng, würde ich mal sagen. So 0,1 maximal, wenn überhaupt, gerade die Unterschiede. So, Corbin Behnke jetzt, den wir vorhin gesehen haben, den Audi in der Box, der hat jetzt die 33,5 gesetzt, damit 0,75 nochmal schneller als Ricardo Hillegeist. Markus Piebeck steht noch in der Box, hat aber auch schon eine Zeit gesetzt. Auf der 14 ist er unterwegs, das nächste Monkey Town Racing Auto mit der 202. Da im Hintergrund sehen wir die 999, das dürfte ein Teamkollege sein, wenn wir uns die Livery so mal so anschauen. Und wir gehen mal zum Philipp Witzmann, der hier auch noch in der Boxengasse steht oder schon wieder. Der hier auf jeden Fall bei der Musik mitspielt. In den Top 10 ist er auf jeden Fall dabei. 0,377 Sekunden fehlen nach vorne. Orange One Sim Racing Team. Philipp Witzmann, gucke ich mal kurz, ob ich den finde. In der Gesamtwertung, da auf der 11. Ja, letztes Rennen auch nicht beendet. Daher 2 Positionen verloren. Hat quasi mit Philipp Noack getauscht. Ja, jetzt fährt er aber raus. Hier ist er wieder dabei. Drücken wir die Daumen, dass er auch zu Ende fährt in diesem Rennen. Dann kommen wir zu André Kirch. Apollo Motorsport sind heute... Ich glaube, 2 Autos vom Team dabei. Müsste, glaube ich. Ja, André Kirch auf der 19 gerade unterwegs mit der 555. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Rennen ist der mitgefahren. André Kirch. Ja, nicht viele. Der hat noch gar keine Punkte geholt. Der ist aber auch seit Rennen 6 nicht mehr dabei gewesen. Also die ersten paar Rennen war er dabei. Konnte leider nicht punkten. Also mal schauen. Aktuell Platz 19. Da fehlen also noch so ein bisschen was, um in die Punkte zu fahren. Aber es sind noch 9 Minuten. Kann sich also noch mal ein bisschen besser platzieren. So, dann haben wir Peter Meyer. Den haben wir für Meyer unterwegs im weißen Honda, die wir hier sehen. Die 580 auf der 18. Position. Gute 1,5 Sekunden fehlen hier nach ganz vorne. Ja, letztes Rennen, glaube ich, mit Pierre Meyer ein bisschen behakt zum Teil. Also die beiden Meyers, die wir hier am Start haben. Gucken wir mal, ob die heute auch wieder miteinander zu tun haben werden. Wir gehen mal weiter zu Dani Daniela. Das ist nämlich der 2. Apollo Motorsport Aston Martin. Sehen wir hier mit der 596. Ja, auf der 19 auch hier gute 1,6 Sekunden nach ganz vorne. Also 1,2,3 noch. Dann könnte man zumindest Richtung Top 15 fahren. Wir sehen, zwischen 14 und 15 sind es ja 3,4 fast Unterschied. Da klafft also aktuell eine Lücke hier. Sie fährt auf jeden Fall erstmal hier raus wieder auf... noch 8 Minuten hier auf die Strecke. Mal gucken, was da noch geht. Wir gehen weiter zur 737. Go Fast Racing. Der nächste Teamkollege hier von Hillegeist und Noack. Wir sehen es so ein bisschen an den Farben. Die Spice-Türkise. Sein Teamkollege gerade auch die schnellste Runde jetzt noch wieder gesetzt. 1,33,4,2,5.
während der Patrick jetzt hier zu weit rauskam. Damit die Runde natürlich ungültig. Auf jeden Fall mal von allen jetzt eine Zeit. Er hier auf der 23 aktuell. Wir gehen weiter zu Linz Live. Der ist nämlich dahinter auf der 24, 2,870 Sekunden für die Affenbande mit der 892. Der Porsche hier. Da können wir ja auch mal gucken. In der Gesamtwertung, wenn ich ihn finde. Da ist er auf der 24. Ja, letztes Rennen nicht mitgefahren. Ansonsten hatte er 4 Rennen, wo er gepunktet hat. Einstellig, allerdings nur daher auf der 24 gesamt eine Position verloren. Also, ja, wird jetzt mit den vorderen Plätzen am Ende der Saison eher nichts zu tun haben. Aber fährt hier mit. Mal sehen, ob es heute in die Punkte geht. Michael Schneider war auf der 22 aktuell. Jetzt geht er wieder auf eine gezeitete Runde. 1,9 Sekunden. Der nächste Pilot hier von der Affenbande, die 896, ist jetzt hier ja, im Honda unterwegs im ersten Abschnitt. Wir gehen nochmal zu den letzten beiden Fahrzeugen. Kurt Hassel fehlt uns noch. Monkey Town Racing. Die 911 ist das nämlich. Kurt Hassel in der Gesamtwertung auf der 15. 4 Positionen hat er zum letzten Rennen gewonnen. Ja, weil um ihn rum viele nicht gefahren sind oder nicht beendet haben. 14 Punkte, sein bestes Ergebnis letztes Mal im Olden Park. Also, da kann er vielleicht heute mal anknüpfen. Jetzt gerade auf der 17. Also, ist hier in der Nähe der Punkte. Dann fehlt uns noch der Drittplatzierte. Das ist hier der nächste Monkey Town Racing Porsche mit der 999. Den haben wir eben ja in der Box gesehen. 0,277 fehlen nach vorne. Mal sehen, ob er hier was rausholen kann mit seinem Porsche Alexander Gründel. Ja, Alexander Gründel, wo ist der platziert? Hier auf der 22. Ach ja, genau, der war ja letztes Mal erst eingestiegen in die Liga. Gleich mal Platz 2, glaube ich, geholt. Also, guter Einstand auch hier auf der 4 unterwegs. Also, dürfte interessant werden. Vielleicht für die nächste Saison, wenn er wieder dabei ist, dass er vielleicht von Anfang an vorne mitkämpfen kann. Jetzt wird er, ja, auf jeden Fall sich ein bisschen durchs Feld kämpfen können in der Gesamtwertung, wenn er wieder gut punktet. Mal sehen, ob es vielleicht doch bis in die Top 10 reicht. 27 Punkte hat er, Top 10, ja, haben 96 Punkte. Und wir haben ja noch so, ja, 7 Rennen mit heute. Gucken wir mal. Auf jeden Fall auch ein schneller Mann. Wir sehen es ja hier, 0,1 Sekunde hat er auf jeden Fall wieder im Delta. So, ein Auto fehlt eigentlich, glaube ich. Ich glaube, der Pierre Meyer wollte eigentlich auch mitfahren, den habe ich aber noch nicht gesehen. 25 sind nämlich eigentlich bestätigt für heute, 24 sehen wir. Und ich glaube, der Pierre fehlt heute. Mal gucken, ob er noch kommt oder, ja, vielleicht hat das, ist er irgendwie verhindert. Mal schauen. So, wir bleiben vielleicht mal kurz drauf auf Alexander Gründel. Der hat, wie gesagt, die eine Zehntel immer noch im Delta, gerade hier in den letzten beiden Kurven unterwegs. Da kann man es gerne nochmal verhunzen hier. Muss man auf der Innenseite viel Körper mitnehmen, aber er hält das und kann auf jeden Fall den Abstand mal verkleinern. Ja, geht auf die dritte Position. 1,5 Zehntel fehlen ihm dann. Oliver Gehler jetzt hier auf der vierten Position. Gehen wir weiter zu Nick Hussfeld, sein Teamkollege. Also Monkey Town Racing auch stark besetzt. Auch von, ja, der Pace her, sage ich mal. Nicht nur Anzahl der Autos. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos da jetzt bei sind. 4, 5 Stücke oder sowas. Aber auch von der Pace, wie gesagt, sind die sehr, sehr stark. Nick Hussfeld, ja, nur auf der 5. Sein direkter Gegner Hillegeist, der gerade nochmal aus der Box kommt für die letzten 1-2 Runden auf der ersten Position. Wäre natürlich ganz gut. Jeder Punkt könnte nochmal wichtig werden gegen Ende. So, wer ist denn nochmal sehr gut unterwegs? Michael Schneider. Der blinkt hier links. Warum auch immer, ob er in die Box will, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Hat ja keinen hinter sich, warum sollte er blinken? Nee, bleibt doch draußen, also vielleicht merkt er das nochmal, dass er einen Blinker anhat. Wird sich aber gerade darauf konzentrieren, die 3 Zehntel über die Linie zu bringen. 1,7, jetzt müssen es ungefähr 1,4, 1,5 Sekunden sein. Ja, 1,4, ziemlich genau. Aber Platz 18 hier und ja, auf die 17 fehlen dann doch nochmal 1,5 Zehntel. Vielleicht findet er die ja noch. So, haben wir sonst noch irgendwo größere Lücken gerade? Ja, F12 nochmal ein bisschen größer, aber sonst, ja, wenig große Lücken. 17, 18 hatte ich gerade erwähnt. Hinten aber auch nochmal ein bisschen größere Lücken, aber das ist, ja, nicht ungewöhnlich, dass man ganz hinten nochmal etwas größere Unterschiede hat hier. Moin Sven. Moin Paul aus Brasilien. Was machst du denn in Brasilien? Brasilien ist erst tagsüber, ne? So,
grünen Deltas werden deutlich weniger, beziehungsweise die deutlich grünen Deltas. So ein paar Hundertstel findet jeder nochmal. Witzmann da vorne, Behnke, Gehler, Husfeld. Mal sehen, Hunter Utzer 11-12. Zoska haben wir hier im Bild. Da bleiben wir auch nochmal ein bisschen drauf. Wie gesagt, auch Magitown Racing. Also Porsche dabei, Audi beim Team dabei. Hier in Gold-Schwarz immer gehalten. Ja, die Nummer 13. Ja, 0,3 Sekunden. Da könntest du auch mal... Na, Top 10 reicht nicht ganz. Mal gucken. Oder 0,4 Sekunden. Also die Runde läuft schon mal deutlich besser als seine bisher schnellste Runde. Gucken wir nochmal hier. Letzte Kurve. Nochmal alles rausholen. 0,4, 0,3 verliert ein bisschen was. Aber trotzdem geht nochmal auf die 11. Position. 4 Positionen also gewonnen. Und 2 Runden könnt ihr noch fahren. 2 Minuten 15 haben wir jetzt noch auf der Uhr. André Kirch auf der 22. Ja, noch muss man sagen. Auch er findet nochmal so ein paar Zehntel. Und da könnte auf jeden Fall mal locker hier ans Mittelfeld anschließen. Vielleicht gibt es ja heute mal wieder ein paar Punkte mehr. Teamkollegin gerade eine Position vor ihm. Jetzt wahrscheinlich... Ne, immer noch vor ihm. Gucken wir mal hier. Da ist nämlich der andere Aston Martin. Aber auch hier könnte nochmal vielleicht eine Verbesserung ins Haus stehen. Also Top 20, denke ich, sind hier auf jeden Fall mal drin. So, gucken wir, Husfeld, gerade mal pink aufgeleuchtet hier, aber die ersten drei jetzt noch sehr, sehr dicht zusammen. Alexander Gründel hat sie nämlich nochmal auf die zweite Position geschoben. 22.000stel, 45.000stel bei Husfeld. Also das sieht nach einer sehr, sehr spannenden Sache aus. Die beiden Teamkollegen hier, auch 2 und 3 und GoFast Racing in Person von Ricardo Hillegeist mit der Nummer 1 auf der 1. Geht jetzt hier auf seine, ja, vielleicht letzte Runde. Mal schauen, Kurve 1 auch schön ausholen an der Langwand. Lang, an der Wand lang, so rum. Und wie gesagt, hier immer viel, viel Körper mitnehmen. Und dann geht es hier Vollgas durch diese Rechtskurve. Da ist auch die Boxenausfahrt. Die sollte keine großen Probleme machen. Aus der Box rauskommend, da fährt man doch ja ganz außen rum. Die Ilianin ist auf der Innenseite. Also da gibt es deutlich schwierigere Boxenausfahrten. Da denke ich vor allem an Donington zum Beispiel. Oder auch Paul Ricard. Das geht direkt auf die Ideallinie. So, was haben wir noch? Philipp Witzmann, den haben wir hier. Der BMW, noch auf der 6. Auch er jetzt nicht super weit weg, also 2,5 Zehntel grob. Eine Zehntel hat er schon wieder gefunden. Also da muss die Runde echt passen, dass man hier ja ein paar Positionen gewinnt. Behnke jetzt nochmal richtig, richtig stark unterwegs. Wenn das denn stimmt, weiß man nicht so genau. Gucken wir mal 0,4 Sekunden. Das wäre nochmal ja, eine ganz andere Hausnummer hier. Das wäre nochmal 3 Zehntel vor Hillegeist. Wir warten kurz ab. Gleich kommt er hier über die Linie. Werden wir wissen, ob das hier wirklich stimmt. 0,3 Sekunden. Geht er jetzt auf die erste Position. Und es stimmte tatsächlich 3 Zehntel. 33,1,35. Pünktlich hier zum Ende des Qualifyings. Weiß nicht, ob er gerade noch rübergekommen ist. Könnte sogar noch passen, dass er nochmal eine setzen könnte. Aber nochmal eine richtig, richtig gute Zeit gesetzt, Hillegeist. Ob er da nochmal rankommt, ich befürchte nicht. Letzte Kurve nämlich hier, 0,0 im Delta. Da wird er keine 3 Zehntel mehr rausholen. Aber erste Startreihe sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Ich gucke mal kurz zu Husfeld nochmal rüber. Der ist nämlich, ja, noch relativ früh, ja, oder mittleren Sektor, sage ich mal, noch unterwegs auf jeden Fall. Ah ja, moin Klausi. Wo denn in Brasilien? Große Stadt oder eher so kleiner? Ich kenne mich da auch nicht so aus. Ich kenne nur die Städte, die großen. Ist da eigentlich Winter, Sommer jetzt? Ja, ne? Ist doch Südhalbkugel. So, Behnke. Ja, der will nochmal einen draufsetzen auf jeden Fall. Vielleicht knackt er ja die 32er. Schauen wir mal. So, Daniel Nieler hinten auch nochmal mit einer Zehntel auf der 21. Wird auf jeden Fall vor ihrem Teamkollegen bleiben. Der ist nämlich ganz, ganz knapp dahinter mit 15.000stel. Also, Paolo sagt mir wenigstens was. So, 2 Zehntel. Also, wir könnten hier die 32er sehen. 32,9 ganz knapp könnte das werden. Ja, 32,932. Ja, fast eine halbe Sekunde vor allen anderen. Also, da hat er nochmal richtig gezeigt, was hier geht. Ja, mal gucken, ob das im Rennen sich so widerspiegelt. Denn, ja, die Gegner sind jetzt direkt hinter ihm. Mal gucken, ob die da nicht angreifen können. Wunderbar. Also, Qualifying haben wir beendet. Von allen haben wir eine Zeit gesehen. Vorne auch eine ganz, ganz starke Zeit. Oder Zeiten, muss man sagen. Race Caps brauchen wir. Ein Boxenstopp. 90 Minuten fahren wir ja.
So macht er. Achso, ich muss auch auf Plus drücken, nicht auf Minus. Dann wären wir soweit vorbereitet. Hier 24 Autos. Und wie immer gucken wir kurz auf die Gesamtwertung. Haben wir genügend Zeit hier? 30 Grad. Wir haben minus 8. bisschen kühl. Ich habe eben kurz die Balkontür aufgehabt. Also war mal ganz erfrischend, aber bin ganz froh, dass ich doch hier drin sitzen darf. Aber vorher nochmal danke für die Follows, die reingekommen sind. Wen haben wir denn hier? Den Mika Santos, der Shorty Meeks und der NoFake. Herzlich willkommen hier. Und wir schauen, wie gesagt, hier auf die Gesamtwertung. 11 Rennen haben wir hinter uns, 19 insgesamt. Also sehr, sehr viele Strecken aus ACC, die wir hier abfahren. Beliebte, vielleicht auch nicht so beliebte. Und Hillegeist mit 255 Punkten, 25 Punkte, also Vorsprung. Ja, ist noch komfortabel, sage ich mal. Vor allem, wenn die da relativ dicht immer ins Ziel kommen, da knappst man so 3, 4, 5, 6 Punkte mal ab. Aber wie gesagt, wir haben ja noch 7 Rennen. Und Husfeld, der gewinnt hier ganz, ganz oft. Wo startet er denn heute? Auf der 4. Zwei Positionen, also direkt hinter Hillegeist auf der Strecke. Auf der Außenseite müsste das sein, linke Seite dann. Gucken wir mal, Pierre Meyer, der offenbar nicht zum Rennen gefunden hat. Ja, auf der dritten Position relativ safe, nach vorne, nach hinten geht gerade nicht viel. Kann er sich also leisten, heute vielleicht mal keine Punkte zu holen. Chris Kaiser, dann haben wir noch Schneider, die beiden dahinter, da könnte vielleicht nochmal was gehen. Und wie gesagt, da so ein Mittelfeld in, oder beziehungsweise in den Top 10, letztes Rennen, einige gar nicht gepunktet. Da hat sich gar nicht viel getan. Aber 6, 7, 8, 9, alles dicht zusammen. P-Rack 10, Mittelfelder, Witzmann, Schneider, gleiche Punktzahl. Ja, etwas größere Lücke haben wir zwischen 13, 14, zwischen Corbin Behnke, der ja von der 1 startet. Also der könnte nochmal richtig in die Top 10 reinfahren hier jetzt im nächsten Rennen. Aber schauen wir mal, was da so geht. Ja, ansonsten sehen wir hier 33 Piloten und Pilotinnen. Na, Piloten, glaube ich, sind es nur, die schon punkten konnten. Daniela hier auf der 34 gelistet in der Gesamtwertung. Startet von der 21. Also 6 Positionen muss sie schon gewinnen, damit hier der erste Punkt ins Haus steht. Ich glaube, vorletztes Rennen war sie ganz, ganz knapp davor. War in den Punkten auf der 15, hatte sie aber nochmal eine Strafe geholt. 5 Sekunden und das ja, hat leider dazu geführt, dass sie nochmal aus den Punkten raus ist. Ja, ansonsten haben wir ja, wie gesagt, 33 Autos schon mit Punkten. Und vorne dürfte es zwischen ersten beiden spannend bleiben. Ja, 4 Minuten 50 haben wir noch. Wir haben uns die Gesamtwertung angeschaut. Und wir gehen einmal durchs Feld durch. Also Corbin Behnke haben wir auf der ersten Position. Kann heute mal richtig, richtig Punkte gut machen. Also fühlt sich anscheinend sehr wohl auf der Strecke. Hat da ja mal gezeigt. Halbe Sekunde fast Vorsprung vor allen anderen. Moin Josef. Ja, ganz genau. So, dann haben wir hier den Führenden in der Gesamtwertung, das ist Ricardo Hillegeist mit der Nummer 1 GoFast Racing im BMW. In der zweiten Startreihe müssten wir die beiden Monkeyton Racing Porsche haben. Einmal die 999, Alexander Gründel ist das, sein zweites Rennen in dieser Liga und ja, jetzt hier schon wieder sehr, sehr gut platziert. Nick Husfeld, wie gesagt, der Teamkollege mit der 24, startet hier auf der linken Seite, beziehungsweise ja Außenseite, kann man glaube ich sagen, für die erste Kurve. Dann haben wir einen McLaren, das ist Oliver Gehler mit der Nummer 70. Startet hier also aus der dritten Startreihe zusammen mit Philipp Witzmann mit der 390 der BMW. Stefan Krähling haben wir den nächsten Porsche mit der 68, Mosquito Motorsport. Daneben haben wir Schneider Racing mit Chris Schneider, die 91, hier ein BMW in weiß-gelb gehalten. Dann kommen wir zur letzten Startreihe in den Top 10. Da ist der dritte Monkeyton Racing Porsche mit der 169. Daniel Müller sitzt da gerade drinnen. Oder sitzt da immer drin. Benedikt Ahlisch, der BMW. Nochmal Orange One Racing, die 179, startet neben ihm. Dann haben wir das vierte Monkeyton Racing Auto. Hier aber kein Porsche, sondern ein Audi. Der zweitbestplatzierte Audi nach dem Poolsetter. Hat es nicht ganz in die Top 10 geschafft, aber momentan noch in den Punkten. Wie gesagt, bis Platz 15 gibt es Punkte und für die schnellste Runde natürlich auch einen. Den hat Behnke sich schon mal geschnappt. Dann haben wir Lukas Hunter, den Audi mit der 33 CF Racing Team auf der 12. Position. Also hier haben wir zwei Audis gleich hintereinander oder nebeneinander vielmehr. Dann haben wir wieder den BMW von Philipp Noack. Letztes Mal, wie gesagt, gut gepunktet. Ja, jetzt ein bisschen weiter hinten startet er zumindest. Aber vielleicht geht es ja nach vorne, mal gucken. Philipp Noack hier mit der 99, auch Position 13. Ben Otzer, da haben wir den zweitbestplatzierten McLaren, auch der zweite insgesamt. Haben wir zwei von der Marke hier. RLE Racing Ducks mit der 23, startet von der 14. Max Ohlinger, den haben wir auf der 15. Position. Noch ein BMW, die verteilen sich ganz gut hier. Er der ja, am schlechtesten platzierte BMW von Mosquito Motorsport mit der 11.
startet also wie gesagt hier von der 15. Dahinter haben wir Peter Meyer, den Honda mit der 580. Sein Namensvetter heute offenbar nicht dabei. Startet von der 16, Außenseite gleich. Daneben haben wir den nächsten Honda, auch von denen haben wir nur zwei Stück, aber die starten direkt hintereinander. Michael Schneider von der Affenbande 896, seine Autonummer. Von der 17, Kurt Hassel. Ja, hier sehen wir nochmal zwei Monkey Town Porsche. Das sind also sechs Autos vom Team, fünf Porsche, ein Audi. Startet von der 18. Position der Kurt Hassel mit der 911. Markus Bielberg hat die 202, startet von der 19 direkt neben ihm. Dann haben wir den Lexus, Phil Bartel, Markenwertung hat er schon mal sicher. Haben keinen anderen dieser Marke hier auf der Strecke, ich glaube in der Liga auch nicht. Startet von der 20. Position. Dann haben wir die beiden Apollo Motorsport Aston Martins, die drei Aston Martins alle drei hintereinander hier. Dann Daniela, die beste Aston Martin Pilotin für Apollo Motorsport mit der 596 hier. André Kirch startet nämlich genau neben ihr links mit der 555. Dann haben wir den Aston Martin von Patrick Gonzalez, das ist aber kein Teamkollege. Go Fast Racing, das ist der Teamkollege von Hillegeist und Noack, also Position 2 und 13. Die verteilen sich ja so ganz gut, das Team, die kommen sich nicht ins Gehege erstmal. Und ganz hinten haben wir nochmal ein Porsche für die Affenbande. Müssten jetzt zwei oder drei Autos sein vom Team. Die 892, Linz Live, der kann sich das hier von hinten anschauen. Und ja, vielleicht profitiert er ja, wenn da irgendwas passieren sollte. Erste kritische Phase wird wahrscheinlich die enge Rechtskurve sein. Kurve 4 ist das, glaube ich. 4, 5 ist immer sehr, sehr eng. Sonst die ersten Kurven, glaube ich. Ja, wird es halbwegs gehen. Hoffen wir mal. Wir gehen jetzt hier mal in die Außenperspektive wieder. 16 Sekunden noch, Ampeln noch rot. Eine Einführungsrunde haben wir noch. Sind einmal durchgegangen. Ja, haben einige abgesagt. Weiß gar nicht, 10. Autos oder so, glaube ich, die heute nicht mitfahren, sind eigentlich doch sehr, sehr viele gemeldet für die Liga. Ich weiß gar nicht genau, wie viele, aber müssten hohe 30er sein, fast 40, glaube ich. Aber heute 24 und dann, wie gesagt, das letzte Rennen für dieses Jahr. Am 2. Januar geht es dann weiter in Japan, wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere. Ja, auf Suzuka sind wir dann am 2. Januar. Wieder eine einstündige Rennen bis zum... Ja, letzten Rennen, das ist dann Kota, da fahren wir nochmal 90 Minuten, sonst fahren wir immer eine Stunde. Und heute, wie gesagt, auch nochmal 90 Minuten, wird also ein bisschen länger. Das Rennen heute, ja, ist vielleicht auch mal was anderes. Eine Stunde Rennen sind ja doch sehr, sehr verbreitet. Viele fahren vielleicht auch nochmal 45 Minuten Rennen, so 1,5 Stunden Rennen. Vielleicht auch noch nicht jeder unbedingt so viel gefahren. Vielleicht im Enduro-Bereich, wenn man mal ein Doppelstint gefahren ist oder sowas. Aber auf jeden Fall... Ja, muss man schon mal ein bisschen Ausdauer mitbringen, denke ich. Vor allem, wenn du hier komplett alleine fährst. Einmal in die Box, da kannst du dich mal ganz kurz ausruhen. Also Reifen wechseln werden wahrscheinlich alle bei 1,5 Stunden nachtanken. Ja, müssen auch alle Autos. Werden also alle mindestens 30 Sekunden stehen. Ja, plus vielleicht Reparaturen, die wir hoffentlich ja nicht allzu sehr brauchen werden. Und ich hoffe auch, dass ihr alle ins Ziel kommen heute. 24 können wir uns schon merken. Fahren hier los. Mal gucken, ob wir mit über 20 Autos auch ins Ziel kommen. Bin da aber guter Dinge. Strecke ist jetzt doch relativ breit. Da haben wir viel Auslaufzone, wie wir hier auch sehen können. Also da geht es nicht direkt in die Wand rein, unbedingt. Je nachdem. So, wir gehen schon mal in die Heli-Perspektive. Begleiten Ricardo Hillegeist hier auf der 2. Position. Bester BMW hier. Und ich kann auch mal meine Stimme ölen und dann, ja, geht das gleich los hier. Ja, Chromix, das ist ja auch immer Gewöhnungssache, ne? Ganz am Anfang mit Simracen, da kommt ja auch eine Stunde ewig lang vor. Und irgendwann ist das völlig normal für dich, auch mal 2 Stunden zu fahren oder mehr. Gibt ja auch Leute, die 6 Stunden Rennen alleine fahren. Ein Herrn Backel, der ist vor einigen Wochen 8 Stunden, ich glaube 8 Stunden Monster gefahren mit VR-Brille zum Beispiel. Oder auch am Wochenende, am Samstag, als wir 10 Stunden Watkins gefahren sind, da gab es auch 1-2 Autos, die alleine unterwegs waren, wobei, glaube ich, nur einer zu Ende gefahren ist. Also, ja, gibt alles. 1,5 Stunden, glaube ich, ist eine sehr, sehr schöne Renndistanz. Ganz ohne Boxenstopp, ja.
So, also zweier Formation sehen wir hier. Wetter sieht gut aus nach Regen. Sieht es momentan auch nicht aus. Wäre auch nochmal ganz schön, einen Wetterwechsel zu haben. Aber jetzt beobachten wir erstmal den Start. Behnke hier links, der Audi. Daneben Hildegeist, der BMW dahinter, die beiden Monkey Town Porsche. Und denk mal, danach wird es ein bisschen enger. Da vorne sortiert sich ja doch relativ schnell. Schauen wir mal, jetzt müssten die Ampeln gleich auf grün gehen. Keiner aus der Box auf jeden Fall. Wir sehen hier rechts die Boxengasse komplett leer. Sehr, sehr schön. Und der Audi, ja, kommt hier natürlich erstmal ganz gut weg. Auf der Innenseite sollte er sich durchsetzen können normalerweise. Hildegeist, ja, guckt, ob er da irgendwie Platz findet. Die Porsche da hinten auch noch side by side. Gehen die hier, ja, hinter den beiden. Sortieren sich aber erstmal Gründel vor Husfeld. Ja, die stehen sich da nicht im Wege. Hinten hat es irgendeinen erwischt offenbar. Wir schauen nochmal kurz 10 Sekunden zurück. Aber nicht mehr ganz gesehen. Gab auch schon offenbar mit Benedikt Alisch auf der 9. Kollision. Also, da gab es wohl die Kollision hier mit dem BMW-Piloten. So, jetzt ist er wieder unterwegs, der Herr Müller. Und wir schauen kurz nach vorne. Sonst aber alle, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Also ein Kontakt. Hier haben wir auch nochmal ein bisschen Lackaustausch offenbar gehabt zwischen Noack und Lucas Santa. Utzer, der will sich jetzt hier den McLaren von Ben Utzer schnappen. Außenrum wird es wahrscheinlich eher knapp. Muss wahrscheinlich wieder dahinter gehen. Dahinter staut es auch ganz gut auf. Pielberg hier, der Porsche, wird verfolgt von Dani Daniela. Die müsste eigentlich auch schon 4 Positionen gut gemacht haben. Sehr, sehr gute Startphase. Also wie gesagt, die ersten Punkte könnten heute ins Haus stehen. 2 Positionen weiter vorne muss sie dafür noch landen. Hinten haben wir auch noch einige Zweikämpfe, wie wir da im, ja, Hintergrund sehen können. Jetzt geht es hier auf diese, ja, gerade nenne ich sie mal, mit diesen Rechts. Knicken. Da geht alles Vollgas natürlich. Ein Porsche, der da ein bisschen abhebt. Ich hoffe, das regelt sich hier gleich wieder. Na, irgendeiner. Pielberg. Oh, das war, glaube ich, war das Pielberg. Der scheint einen Disconnect gehabt zu haben. Ja. Oder? Hat es wieder sortiert? Ja, jetzt ist er weg. Also ein Auto gleich mal hier mit einem Disconnect. Das klingt ja schon mal gut an. So, konzentrieren wir uns mal nach vorne. Hildegeist inzwischen vorne weg vorbeigekommen. Haben wir jetzt dadurch verpasst. Hinten gab es auch noch eine Kollision. Oh, was haben wir hier? Das waren Hunter und Kehling, glaube ich. Wo ist er denn jetzt? Jetzt kriege ich den hier wieder nicht angefasst. So, 20 Sekunden gehen wir nochmal zurück. Was haben wir denn hier gehabt? Also das ist Hunter. Ah, da stand der Porsche. Vor Kreling schon quer, was auch immer da passiert ist. Und Hunter da reingedonnert und jetzt auch noch in die Wand rein. Wir sehen es hier. Oh, und das ist ganz, ganz blöd, hier so früh im Rennen vielleicht schon in die Box zu müssen. Weil da musst du ja auf jeden Fall mal Sprit sparen, wenn du denn durchfahren möchtest. Oder kannst du überhaupt, wenn das überhaupt möglich ist. Aber die Reifen natürlich dann auch richtig durchgelutscht am Ende. Also womöglich muss er dann ja zweimal in die Box heute. Also, da hat es jetzt doch so ein paar erwischt. Hildegeist ist vor Behnke. Hier sehen wir Hildegeist, Behnke, also doch die Position erstmal abgegeben. Gela jetzt an Ohlinger vorbei, der hier etwas weit geht. Gela Schneider jetzt auch noch vorbeigegangen. Das müsste hier der Honda sein von der Affenbande. Mal sehen, ob hier Utzer auch nochmal profitieren kann. Auf der linken Seite kommt er aber erstmal nicht vorbei. Ordnet sich dahinter, aber kommt, glaube ich, ganz gut raus. Wir fahren mal mit. Hier sieht man, dass man nichts sieht. Im McLaren sitzt man so tief. Da hast du, ja, kannst du eher unter durchgucken als irgendwie drüber. Ja, mal gucken, ob er hier angreift, wie gesagt. Ja, der BMW geht aber schon relativ weit innen. Ja, verteidigt hier auf, auf der Innenseite. Außenrum wird schwierig. Und jetzt kommt auch noch der Peter Meyer. Und der hat das Ganze mal ausgenutzt. Geht hier vorbei. Dahinter haben wir Dani Daniela. Die schnuppert da natürlich auch dran. Gucken kurz. André Kirch, der Teamkollege, verliert hier gerade gegen Hassel und Soske. Also richtig viel Positionswechsel, die wir sehen. Und wir sehen auch hinter Alisch oder ab Alisch haben wir eine sehr, sehr große Lücke schon verhältnismäßig. 3,3 Sekunden. So, Hildegeist mit der schnellsten Runde, 34,2 glatt. Der ist heute für die glatten Zahlen zuständig, wie es aussieht. Gucken wir mal, Behnke kann sich hier auf jeden Fall aktuell auf der zweiten Position halten. Daniela greift jetzt hier den McLaren an von Utzer. Ah, zieht auch nochmal zurück auf der Innenseite. Wäre ein bisschen eng geworden vielleicht. Das ist Kurve 1, 2, 3. Dahinter ist der Lexus von Phil Bartel. Ja, hier kann man auch mal auf die Innenseite sich bremsen. Wir sehen es, da wird immer ein bisschen geguckt. Aber doch kein Angriff hier. Wie gesagt, heute nochmal eine halbe Stunde mehr Zeit als sonst. Von daher kann man es noch ein bisschen entspannter angehen. Mal gucken, Müller an Kirch vorbeigegangen. Für André Kirch lief es an sich ganz gut. 3 Positionen gewonnen. Daniel Müller hat 9 verloren. Ja, genau, das war der, der in der ersten Kurve quer stand. Hat jetzt also schon wieder ein paar Positionen gewinnen können. Lucas Santa ist jetzt in die Box reingefahren. Das wundert uns nicht. Der ist da doch gut beschädigt gewesen. So, kann jetzt André Kirch hier im Aston Martin sich daneben setzen? Kann er nicht. Der nächste Aston Martin kommt aber schon angeschossen. Oh ja, ich wollte gerade sagen, manche bremsen sich mal hier auf die Innenseite und dann kracht es oft, weil dann der Vordermann zum Apex natürlich zieht.
So, jetzt hat sich's halbwegs geordnet. Wir haben vorne eine Führungsgruppe. Position 1 bis Position 6. Philipp Noack möchte da auch hin. Aber Benedikt Ahlisch, der Markenkollege, der steht hier noch im Weg, wie wir sehen. Oliver Gehler dahinter drückt auch. Mal gucken, ob Noack sich hier vorbeidrücken kann. Die 99 auch schon mit 5 Positionsgewinn. Also schon sehr, sehr viel gewonnen nach 5 Minuten. Ist in die Top 10 reingefahren. Seligeist mit 33, 9 die schnellste Runde. Eine Sekunde Vorsprung. Ist da doch sehr, sehr gleichmäßig aufgefächert da vorne. So eine Sekunde bis 2 Sekunden Abstände haben wir hier. Ja, Philipp Noack guckt. Mal gucken, was da so geht. Wir bleiben mal kurz bei Kurt Hassel. Der hat den Teamkollegen hinter sich, den Audi. Vor sich hat er Phil Bartel, dann Daniela davor nochmal. Aber wir gucken auf Hassel nochmal drauf, ob da Chris Soske ja irgendwie vorbeikommt. Dahinter ist der nächste Teamkollege, genau der von der gedreht wurde. Und da hinten sehen wir André Kirch gegen den Audi. Das ist die 33. Achso, das ist Lukas Hunter, der in der Box war. Das ist eine Überrundung, sorry. Ja, eine Minute stand der. Ja, wie gesagt, zu Ende fahren, weiß ich nicht. Da muss er sehr viel Sprit sparen. Und die Reifen dürften sich auch ordentlich bemerkbar machen. Mal gucken, jetzt muss er hier mehr oder weniger alle vorbeilassen auf der 23. Jetzt mit einer Runde Rückstand. Der Porsche da von Kehling ist, nee, wer ist das? Lenz Leif war das. Der müsste da auch noch vorbeikommen. So, gehen auf Witzmann mal drauf auf die 6. Position. Hier der BMW an Chris Schneider dran. Na, Müller jetzt an Soske vorbeigegangen. Hier die drei Teamkollegen, side by side. Na, die werden sich jetzt hier nicht rauskegeln wollen. Da geht es ja auch noch um die Teamwertung natürlich. Die gibt es auch. Habe ich schon wieder vergessen, mal rauszusuchen. So, der Porsche auf der Innenseite auch nicht überschießt er da jetzt nicht, der Daniel Müller. Na, ein bisschen raus. Das könnte ein Cut gewesen sein, wenn er da was an Zeit gut gemacht hat. Und da dreht sich der Lexus gerade weg von Phil Bartel. Gucken wir mal, gab es da die Berührung mit Kurt Hassel? Sah laut Anzeige so aus. Gucken wir mal. Ja, der Porsche trifft ihn, der 911er. Und damit wird Phil Bartel hier umgedreht und ja, auf die vorletzte Position geschoben. Alle kommen auf jeden Fall mal vorbei. Ja, drittletzte Position. Kreling noch dahinter. Ja, aber natürlich sehr, sehr schade. Eine Position hat er insgesamt jetzt verloren. So, wir gehen wieder zur Dreiergruppe. Gehen mal auf Benedikt Ahlisch drauf. Gucken hinten raus. Philipp, Noack und Oliver Gehler, die da gut drücken. Dahinter eine kleine Lücke. Nochmal ein Zweikampf mehr oder weniger, den wir da im Hintergrund noch sehen können. Dann gehen wir kurz gleich nach vorne nach der nächsten Kurve. Denn Behnke ist jetzt direkt an Hillegeist dran. 0,4 Sekunden. Könnte also interessant werden. Ah, muss der McLaren ein bisschen ausweichen. Ah, gehen wir nach vorne. Da rückt es nämlich ganz gut zusammen, wenn wir hier bei Hillegeist mal rausschauen. Behnke, Gründel, die sind da doch deutlich in Schlagdistanz. Ja, drei Marken auf den ersten drei Positionen. Vor allem die BMWs sind weiter nach vorne gekommen. Position 5 bis Position 9. Alles BMW-Piloten hier. So, Position Deltas gibt es nochmal. Ja, vorne. Die ersten beiden haben getauscht. 3 und 4 ist gleich geblieben. Chris Schneider hat profitiert. Witzmann ist auf der 6 geblieben. Wer hat denn hier die meisten Positionen gewonnen? Da gibt es mehrere. Michael Schneider auf der 10 mit 7. Genauso wie dann Daniela auf der 14. Also jetzt in die Punkte reingefahren. Also die ersten Minuten liefen gut. Drücken wir die Daumen, dass das so bleibt. Großer Verlierer ist Hunter natürlich, der in der Box war. Stefan Kreling auch, der 15 Positionen verloren hat. Müller-Zoske ebenfalls einiges verloren. Ja, Oliver Gehler noch in den Top 10. Aber von der 5 auf die 9. Ja, viel Positionswechsel, viel Tumult. Jetzt haben sich aber, wie gesagt, halbwegs geordnet. Hier vorne haben wir die schöne Gruppe. Die ersten, ja, 4 sind es im Moment. Chris Schneider da jetzt doch ein bisschen abgeschlagen inzwischen. 3,3 Sekunden. Philipp Witzmann ist dahinter. Gehen wir kurz zu Ohlinger. Der hat hier auf der Innenseite am Honda-Piloten von Michael Schneider vorbeigeschaut. Kurve 4, 5 ist das, glaube ich. Genau hier 5, rechts bleiben. Und dann kann man hier eigentlich Vollgas rumfahren, wenn man das gut trifft. Und hier schön die Geschwindigkeit mitnehmen. Wir sehen, wie er am Honda dran ist. So, was macht der Honda? Geht er auf die Innenseite? Bleibt er außen? Rechnet er mit dem Angriff vom BMW? Naja, bleibt außen. Der BMW zieht spät rein, bremst sich daneben. Aber da außen kann man vielleicht nochmal gegenhalten, denn dann kommt ja eine sehr, sehr enge Rechtskurve. Ja, kann auch vorne bleiben, der Honda. Also erstmal den ersten Angriff abgewehrt. Sehr gut. So, Müller schnappt sich gerade den Teamkollegen, den Kurt Hassel. Also da ging schon mal wieder ein Tick hier nach vorne. 6 Positionen aber insgesamt verloren. Ja, Pieberg haben wir auch verloren. Wie gesagt, der ist nicht mehr dabei. 24 Autos hätten wir ja gehabt. Jetzt sind es noch 23 und wir gehen wieder nach vorne. Moin, Tom. Ja, Prost.
Also, sieht doch mal sehr, sehr spannend aus. Gucken mal, wie das hier so sich entwickelt. Boxenstopps sollten ja noch ein bisschen dauern. Die meisten werden so ungefähr zur Hälfte kommen, wie immer, nach 45 Minuten roundabout. Vielleicht mal 5 Minuten früher, 5 Minuten später. Und ja, hinten haben wir Lucas Hunter schon in der Box. 1, 2, 3 Berührungen haben wir gesehen, paar Dreher auch schon. Keine große Massenkarambolage, das ist das Gute. Vor allem vorne ist es gut gegangen. Und ja, hier vorne sehr spannend. Mittelfeld haben wir auch noch so einige Zweikämpfe. Gucken wir mal, ob Noack hier inzwischen vorbeigekommen ist. Ja, der wird hier aufgehalten. Also ich glaube, das kann man so optisch schon ganz gut erahnen, dass er hier unbedingt vorbei will an Alisch. 4 Sekunden jetzt schon zu Platz 6. Und jede Runde, die er nicht vorbeikommt, verliert er Zeit. Und ja, umso weniger Zeit hat er natürlich, nach vorne zu fahren. So, wir schauen mal. Alisch geht schon auf die Verteidigungslinie. Bisschen weiter innen. Ja, ein Switchback kann man hier eigentlich ganz gut machen. Hier von außen anfahren und dann auf die Innenseite gehen mit mehr Schwung. Der McLaren dahinter schaut sich das Ganze an. Wir fahren bei dem mal mit. Ja, Noack musste da leicht ausweichen. Jetzt ist natürlich die Innenseite auf. Mal sehen, ob wir hier jetzt vorbeikommen mit Gela. Der setzt sich auf jeden Fall daneben. Aber da außen kannst du die Geschwindigkeit noch mitnehmen. Damit muss er jetzt erstmal wieder in den Windschatten gehen. Aber vielleicht gibt es doch ihm den Angriff. Utzer jetzt an Meyer vorbeigegangen. In der Haarnadelkurve hier wahrscheinlich. Geh nochmal hier zu McLaren. Ja, Noack jetzt in der Situation. Muss verteidigen, will angreifen vorne. Aber jetzt kann er ja die Position noch halten. Aber dürfte sehr, sehr ja, spaßig sein, sehr anstrengend sein, hier die Konzentration zu halten, keinen Fehler zu machen. Weil schneller kann er, glaube ich, gefühlt. Müssen wir mal gucken, wenn er freie Fahrt haben sollte. So, Daniel Müller, der will jetzt hier an Daniela vorbei, die, ja, wie gesagt, 7 Positionen gewonnen hat, gehört mit zu den Gewinnerinnen hier in der Startphase. Könnte jetzt wieder in die Position zurückgehen. Daniel Müller kommt da doch sehr, sehr zügig ran. Aber ansonsten hat sie erstmal ein bisschen Ruhe nach vorne, ein paar Meter. Dahinter, ja, da kommen die nächsten Kollegen von Monkey Town Racing. Oh, spät rein und drückt sich hier gegen den Aston Martin. Da können wir aber froh sein, dass da keiner abgeflogen ist. Ja, sah jetzt aus der Perspektive relativ optimistisch aus. Weiß nicht, ob das gewollt war, vielleicht auch nur verbremst. Das kann man immer schlecht sagen. Ja, aber jetzt hier kleine Berührung, damit die Hinterleute nochmal rangekommen. Kurt Hassel, der Teamkollege, und der Chris Toske, auch der Teamkollege. Die Monkey Town Racing Gang. Da gibt es die Lichthupe. Weiß nicht, ob das hier Entschuldigung war. Nehmen wir mal so hin einfach. Ja, sehr, sehr schönes Bild der Aston Martin vom Team hier gejagt. So, gejagt wird der helle Geist vom Behnke immer noch. Na klar, wenn hier keiner einen Fehler macht. Das wird ein bisschen komisch. Ja, der ist hochmotiviert, nachdem er da gedreht wurde, nehme ich mal an, in Kurve 1 will er wieder nach vorne kommen. Aber konzentrieren wir uns vielleicht mal hier auf die Führungsgruppe. Ja, haben wir leider nicht gesehen, wie Hillegeist am Anfang vorbeigegangen ist. Da war zu viel los im Mittelfeld, dass wir das nicht mitbekommen haben. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, denn Hillegeist fährt nicht weg. Also könnte sein, dass wir hier noch schöne Zweikämpfe sehen. Die letzten Runden sind sie hier eher hintereinander gefahren. Aber wir haben ja noch viel, viel Zeit. Da kann man noch erstmal, ja, hier in den Rhythmus reinfinden ins Rennen. Mal gucken, wo der Gegner vielleicht seine Schwächen hat. Gucken, dass man seine Reifen vielleicht ein bisschen schont. Dass man dann irgendwann mal angreifen kann, wenn der Vordermann vielleicht mal, ja, seine Reifen ein bisschen vergniesknaddelt hat. Weil vor allem, wenn du so eine Gruppe hinter dir hast, da stehst du vielleicht mal ein bisschen mehr unter Druck. Der eine oder andere wird mal etwas nervöser, macht mal mehr Fehler, als wenn du der bist, der hinterher fährt. So, Toske an Hassel vorbei. Ja, könnte sein, dass er es vorbeigelassen hat, hier den Teamkollegen. Gucken wir mal auf Müller. Jetzt ist er gleich wieder an Dani dran. Wir fahren mal hier Aston Martin mit. Bestplatzierter Aston Martin. Und Noack jetzt an Alisch vorbeigekommen. Gucken wir nochmal zurück. Wo ist es passiert? Kurve 5, Kurve 6 raus. Ah, da hat er deutlich mehr Schwung mitnehmen können. Der Philipp. Also endlich ist er vorbeigekommen. 5 Sekunden jetzt zu den nächsten. Die sind auch so halbwegs im Zweikampf da auf 5 und 6. Also 5 Sekunden. Mal sehen, ob er das zufahren kann hier. Konnten ja auch nicht so ganz ausmachen, wie schnell seine Pace ist. Hat da ja ein bisschen festgesteckt. Aber ich gehe mal jetzt davon aus, von meinem Gefühl her würde ich sagen, dass er da jetzt wegfahren wird. Zumindest innerhalb der nächsten paar Runden. Noch sind die Gegner da im Windschatten. Da bleiben die nochmal eher dran. Jetzt gucken wir nochmal die nächste Rechtskurve hier. Passieren auch nochmal gerne Fehler. Rutscht man mal zu weit raus und dann kann man hier auf der Innenseite wiederum angreifen. Aber hier nicht. Gehen wir mal kurz weiter durchs Feld. Peter Meyer ist hier an Ben Utzer dran. Der nächste McLaren, der hier, ja, gejagt wird. Davor haben wir Max Ullinger, den BMW. Daniel Müller und Daniela dran haben wir schon gesehen. Und Gonzalez haben wir hier noch den nächsten Aston Martin an André Kirch dran. Hier der Teamkollege von Dani.
Ja, 4 Positionen jetzt doch gewonnen. Alesch geht jetzt hier auch am McLaren vorbei. Nee, da ist alles gleich geblieben. War nun Anzeigefehler. So, die 4 bleiben auf jeden Fall zusammen. 6 Sekunden inzwischen zu Platz 5. Also, scheint so, dass wir hier aktuell 4 Autos haben, die um 3 Podiumsplätze kämpfen. Ein BMW, ein Audi, 2 Porsche. Ja, mal gucken. Die beiden Porsche, ja, würden sie natürlich wünschen, aufs Podium zu kommen. Einer davon ist auf jeden Fall gerade auf dem Podium. Aber vielleicht kann man da, ja, in der Gesamtwertung, wie gesagt, nochmal ordentlich was gut machen. Vor allem Husfeld, der wird daran interessiert sein, auf der 4. Position den Abstand zu Hüllegeist gering zu halten. Jeder Punkt ist wichtig, wie gesagt, um da zu verkürzen. Dann gehen wir auf Gela drauf. Ja, reicht nicht ganz. Bisschen später auf der Bremse. So, Philipp Nowak immer noch kurz davor, eine Sekunde. Ja, wird wegfahren. Ja, doch, der Abstand ein Tick größer geworden. Hofft natürlich, dass die beiden sich dahinter ein bisschen miteinander beschäftigen. Umso leichter ist es, da wegzufahren. So, jetzt gibt es hier den Angriff. Oh, auf der Innenseite, da drückt sich der McLaren vorbei an Ohlinger. Eieiei, ja, gucken wir mal zurück. Bisschen schwierig zu sagen, wer da jetzt vielleicht schuld ist. Schauen wir mal von oben vielleicht rein. Ah ja, das war am Ende des mittleren Sektors hier. Da ist das doch relativ optimistisch, auf die Innenseite zu gehen. Aber McLaren hat da... war doch vielleicht ein Tick zu spät. Da hätte man mit rechnen können, dass der BMW langsam reinzieht zum Apex. Ja, aber profitiert auch auf jeden Fall mal Peter Meyer, der Honda. Der ist nämlich auch noch mit durchgerutscht. Max Ohlinger damit jetzt mit 2 Positionsverlusten hier. Also, ja, auch insgesamt. Ne, insgesamt 2 gewonnen, aber jetzt eben 2 verloren. Ja, aber Utsa jetzt hier auf der 11 unterwegs. 3 Sekunden zum Michael Schneider, der hier gerade etwas einsam unterwegs ist. 5 Sekunden nach vorne, 3 nach hinten. Mal gucken, ob der McLaren jetzt hier aufholen kann und ihm vielleicht... Ja, auch nochmal gefährlich wird. Da hinten haben wir ihn gerade kurz gesehen. Aber vielleicht kann er hier auch auf den 2-3-Kampf aufschließen. Mal sehen, ob jetzt hier Gela auf der Innenseite vorbeigehen kann. Daneben auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, bleibt man außen? Hält man sich ein bisschen zurück für den Switchback? Holt man da mehr Schwung für die enge Rechtskurve? Er muss hinten bleiben. Kann er jetzt vielleicht ein bisschen besser rausbeschleunigen und angreifen? Wir gehen mal auf Alesch drauf. Ja, der kommt aber auch sehr, sehr gut raus. Wir sehen es hier, der McLaren wird auch einen Tick kleiner. Nehmen wir mal nicht an, dass er da angreifen kann. Und Müller jetzt an Dani Daniela vorbeigegangen. Ja, ganz kurzfristig nur. Wir schauen mal 10 Sekunden zurück. Da reingebremst. Und dann, ja, gibt es den Switchback hier vom Aston Martin. Und gleich wieder vorbei. Ja, auch eine Szene, die wir da öfters mal sehen. So, dann sehen wir noch den Audi. Das müsste dann Lukas Hunter, glaube ich, sein. Ja, der liegt aber eine Runde zurück. Wie gesagt, er hat damit nichts zu tun. Aber kann da pace-technisch aktuell auf jeden Fall mithalten. Ja, ist natürlich blöd für ihn. Das hält ihn vielleicht ein bisschen auf. Und die Vorderleute werden ja erstmal nicht in die Box gehen. Hustle Hunter, da gab es gerade eine Kollision. Oder eine kleine Berührung. Ah, da haben wir es gesehen. Der Audi hinten ein bisschen drauf geditscht hier auf den 911er. Ja, Hustle schon mit 1-2 Berührungen heute. Einmal selber, glaube ich, den Lexus gedreht. Jetzt hier vom Audi nochmal einen mitbekommen. Ah, lässt ihn sogar durch. Sehr gut. Peter Meyer mit einer gelben Flagge eben noch Position gewonnen. Und jetzt dreht er sich hier weg, Fragezeichen. Kollisionsanzeige haben wir nicht. Hat er sich da irgendwie selbst in die Bredouille gebracht. Schauen wir mal. Erste Kurve ist das hier. Wahrscheinlich den Körper zu viel mitgenommen. Ah, nee, einfach das Heck gekommen. Da war nicht genug Grip auf der Hinterachse. Und damit dreht er sich jetzt hier weg. Auf der 17 müsste er inzwischen unterwegs sein. Während Gela jetzt hier an Alesch vorbeigekommen ist. Mal gucken, ob wir das nochmal reinkriegen. Ah ja, das ist nach der 2. Geraden sozusagen. Geht da vorbei. BMW, ja, muss sich dahinter einordnen. Verliert damit auch diese Position. So, Philipp Nowak, ja, da kommt so ein bisschen jetzt weg. 6 Sekunden zu Witzmann, der aber auch gerade ganz, ganz dicht an Chris Schneider dranhängt. Auch schon seit einigen Runden, glaube ich. Aber wir müssen, glaube ich, mal wieder nach vorne schauen. Husfeld, da jetzt, ja, das heißt abgeschlagen, aber ein paar Meter weiter weg hier von der Dreiergruppe. Aber nicht verkehrt, er kann rechtzeitig reagieren, falls sie doch mal sich ins Gehege kommen hier vorne. Ja, ich weiß, ob Hüllegeist da auffällt, in Anführungsstrichen. Mein Qualifying war Behnke eine halbe Sekunde schneller, ist aber nur auf eine Runde. Das heißt ja nicht, dass er das hier jede Runde aufs Parkett bringt. Jetzt ist Müller aber an Dani vorbeigegangen. Diesmal, ja, reicht's auch, geht auf die 13, dann der Nele auf der 14. Und dahinter, wie gesagt, die nächsten beiden Monkey Town Autos. Hier der Audi, mal gucken, ob es hier den Angriff gleich in Richtung Kurve 1 gibt. Nee, der wird noch nicht reichen, das
ist so weit weg. Also einiges los hier. 20 Minuten haben wir hinter uns. Eine Stunde 10 noch vor uns. Ja, Strafen haben wir aber noch keine, tatsächlich. Beim Start alles gut gegangen. Katz, ja gut, hat vielleicht der eine oder andere sich schon geholt. Aber mal gucken, ob es da vielleicht im Laufe des Rennens nochmal Strafen gibt. Aber von der Reko gibt es einige Strafen. Behnke mit 5 Sekunden auf der 2. Müller mit der 13, auf der 13 mit 5 Sekunden. Kurt Hassel auf der 16 mit 10 Sekunden. Und Kreling auf der 22 mit 5 Sekunden. Also die werden dann beim Boxenstopp etwas länger stehen. Ja, das wird vielleicht, ja, vor allem Behnke nicht in den Kram passen. Die 5 Sekunden wirken sich bei ihm doch deutlich aus. Da wird es nämlich auf die 5. Position gehen. Ne, auf die 4. Position, so rum. Also das könnte vielleicht nochmal ein paar Punkte am Ende kosten. Das waren wahrscheinlich die ein oder andere kleine Berührung, die wir auch gesehen haben. Philipp Adel geht hier gerade an Linz Live vorbei. Der Lexus hier am Porsche. Ja, der wurde ja gedreht da vorhin von, war das Hassel? Glaube ja, 911 müsste das gewesen sein. Ja, damit jetzt wieder auf der Startposition unterwegs. Und ja, noch leider 5 Positionen weg von den Punkten. Da ist gar nicht viel Bartel. Hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal nachgeguckt, wo der in der Gesamtwertung ist. Auf der 20. Ja, letzten 3 Rennen hat er punkten können. Und das 3. Rennen auf Bathurst war das. Mal gucken, ob er heute nochmal es in die Punkte schafft. So, Gela scheint doch gut unterwegs zu sein. Also Alisch hat die beiden wohl eher aufgehalten, würde ich fast mal sagen. Oliver Gela macht jetzt sogar richtig, richtig Druck auf Philipp Noack. Der ist da jetzt ja doch nicht weggekommen im Prinzip. Oder andersrum, der McLaren hat jetzt hier aufgeholt. Also der Dreikampf jetzt zum Zweikampf geworden. Alisch dahinter sehen wir, der kriegt auch keinen Druck. Da hat sich allgemein das relativ entspannt. 2, 3, 4, 5, 6 Sekunden haben wir da so im Schnitt zwischen den Autos. Dann haben wir hinten noch so 2, 3 Dreikämpfe. Aber vor allem in den Top 10 ist es sehr, sehr spannend. Nicht zuletzt ganz vorne. Und jetzt geht der McLaren wahrscheinlich zumindest mal vorbei. Kann die Tür sogar zumachen. Ganz, ganz knapp reicht's. Der BMW geht darüber. Schrammt hier fast am Heck lang. So, jetzt versucht er wieder seinerseits den Schwung zu holen. Und das könnte funktionieren, weil der McLaren hier wegrutscht. Ja, ich weiß nicht, ob Noack da vielleicht kurz lupfen musste, um da auszuweichen. Nee, der konnte hier aufs Gas gehen. Aber der McLaren geht sofort wieder in den Windschatten rein. So, gibt's jetzt hier auch nochmal den Angriff in der Rechtskurve. Ja, wir sehen hier, der McLaren bleibt dicht dran. Aber setzt sich zum Angriff an. Hofft einfach vielleicht auch, dass der BMW ein bisschen rausrutscht. Ja, Alisch jetzt doch wieder mit dran, natürlich. Uff, ganz, ganz knapp hier immer die Geschichte beim Anbremsen. Also, sehr, sehr schön. Dreikampf, den wir hier sehen. Vierkampf vorne. Schneider-Witzmann 5-6 nochmal ein Duell. Ja, sonst haben wir eigentlich im Mittelfeld immer viel Action. Aber hier heute im Moment zumindest mal in den Top 10 vor allem. Kurt Hassel jetzt an Daniela dran. Hier ist er. Einige Meter nur hinter dem Aston Martin. Ich muss mal kurz was trinken. Oh, Snowman, danke für dein Follow, falls du noch da bist. Ja, gehen wir mal vielleicht kurz nach vorne. Was tut sich hier so? Ja, nicht viel, fahren weiterhin hintereinander. Mal gucken. Bin gespannt, ob es nach den Boxenstopps auch so ist. André Kirch gerade gegen Phil Bartel auf der Start-Zielgeraden, beziehungsweise Kurve 1 jetzt außenrum. Ja, Innenseite jetzt und der Lexus, ja, geht dann tick weit. Musste noch mal ein bisschen verzögern. Damit wieder auf die 20. Position. Oder immer noch auf der 20. muss man sagen. André Kirch aber jetzt hier auf der 19. Also waren wir wahrscheinlich mal ganz kurz im Zweikampf. So, Witzmann, da waren wir, glaube ich, jetzt auch schon wieder ein paar Minütchen nicht. Witzmann, ja, der klebt immer noch am Schneider dran. Auch er hier scheint ein bisschen aufgehalten zu werden, augenscheinlich. Mal gucken, ob er jetzt hier irgendwo den Weg vorbei findet. Vielleicht, ja, auf der Startzielgeraden, wenn er besser rauskommt aus der letzten Kurve. Daniela mit einem Kontakt angeblich. Sieht aber alles gut aus. Ja, hier wird es nicht reichen für einen Angriff. So, ein paar Meter dahinter haben wir das Dreiergrüppchen jetzt wieder in einer anderen Reihenfolge, wie vorhin. Aber sind wieder, haben wieder ein bisschen zueinander gefunden. Ich weiß nicht, ob Alisch da jetzt noch dranbleiben kann. Spätestens wenn der McLaren angreift, wird er wieder ein paar Meter gewinnen. Aber noch kann sich Noack da halten. Kurt Hasse jetzt mit der gelben Flagge hier. Was haben wir denn hier verpasst? Zosken jetzt auf jeden Fall vorbeigezogen, der Audi, der Kollege. Ja, vorletzte Kurve, den Körper zu viel mitgenommen. Kriegt das Auto aber unter Kontrolle. Das ist schon mal das Wichtigste. Kein Schaden. Natürlich die Position verloren. Bisschen Zeit verloren.
aber das lässt sich noch verkraften. So, der Lexus kommt rein. 1:05 noch, das kann man auf jeden Fall zu Ende fahren. Hat sich aber zurückgesetzt, wie es aussieht. Damit darf er, glaube ich, nicht zu Ende fahren. Ah, ich dachte, er kommt zum regulären Boxenstopp. Ja, ist auch vom Server runter, was auch immer da jetzt los war. Also, 22 Autos, nur noch 2 Stück haben wir verloren. Hier hinten, beziehungsweise hier vorne, haben wir ein teaminternes Duell auf der 3 und 4. Ja, Gründel, Husfeld haben wir hier. Jetzt noch ein bisschen Abstand nach vorne zu den ersten beiden, über 2 Sekunden. Da oben sehen wir die ersten beiden. Also haben wir jetzt hier 2 Zweikämpfe. Mal gucken, ob die beiden Porsche sich hier ja, irgendwie einigen können, dass man zusammen Richtung Position 2 und 1 fährt. Vielleicht optimalerweise das Schnellere vorne weg, damit man sich hier nicht aufhält. So, Behnke. Machen wir mal mit hier. So sieht das aus. So fährt er ungefähr seit 25 Minuten hinterher. Dranbleiben scheint erstmal kein Problem zu sein. So, hier schön rechts bleiben. Dritten Gang vielleicht ein bisschen shortshiften und dann kann man hier Vollgas rausgehen. Na, dann kann man richtig viel Zeit gewinnen. Aber das weiß natürlich auch der Ricardo Hüllegeist. Wir sehen es hier, der bleibt da doch vorne mit einer halben Sekunde. So, Witzmann, ja, wie gehabt, hinter dem BMW. Gucken wir mal, der McLaren hier zwischen den beiden BMWs eingeklemmt. Vom Gefühl würde ich jetzt sagen, der McLaren der schnellste der drei. Das sah vorhin nicht ganz so aus, aber ich glaube, da hat sich der McLaren einfach ein bisschen zurückgehalten, als die beiden BMWs im Zweikampf sind. Jetzt sieht er also wieder fast daneben. Sah zumindest mal so aus, deswegen bleibt Newark auch relativ weit in, zumindest erstmal. Ja, 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 da fährt doch relativ weit in an. Ja, reicht auch. Kann den McLaren hinter sich halten. Ja, 9 Sekunden jetzt zu Platz 6. Also, die verlieren hier allesamt Zeit nach vorne zu den ersten 6 Positionen. Obwohl die da auch so mehr oder weniger im Zweikampf sind da vorne. Aber macht zumindest mal Spaß, so ein Zweikampf. Keine langweilige erste halbe Stunde auch für viele, viele Piloten hier. Ja, für Lucas Hunter natürlich sehr langweilig. Eine Runde Rückstand, 70 Sekunden sind es jetzt. Der war aber schon in der Box, müssen wir nochmal rausrechnen. Aber da wird er insgesamt eine halbe Minute verloren haben. Der stand nämlich 60 Sekunden. Sonst würde es hier ungefähr 30 Sekunden stehen. Also kein unerheblicher Schaden. Der war ja hier, in dem Porsche, glaube ich, war, dass der sich gedreht hatte rein und dann in die Wand. Da hat er sich ordentlich was an Damage geholt. Na, gibt es jetzt hier vielleicht mal den Angriff. Dann sehen wir noch die beiden Porsche. Na, ich gebe auch die Porsche mal rauf. Ja, vorbeilassen ist sie auf jeden Fall nicht unter Teamkollegen. Also sieht zumindest jetzt mal nicht so aus. Der Gründel will hier seine dritte Position behalten. Husfeld will unbedingt weiter nach vorne kommen. Nochmal 2-3 Punkte wieder verkürzen auf dem BMW da vorne. Aber der könnte vielleicht hier auch die Position, vielleicht abgeben und dann wieder Punkte abgeben sozusagen. Das würde Husfeld wiederum freuen. Rennleitung ist langweilig. Ein paar Kollisionen hatten wir aber. Die Strafen sind, glaube ich, auch schon alle ausgesprochen. Oh, Lukas hat da mit der DT, sehe ich gerade. Ja, 5 Strafen wurden ausgesprochen, wenn ich das hier so richtig sehe. 5 bis 10 Sekunden. So, Gela mit der gelben Flagge hier, der Aston Martin, der McLaren natürlich. Verliert hier einiges an Position. Was war denn da passiert? Hier sieht noch alles gut aus. Hier geht es jetzt zur Rechtskurve. Oh, das war der falsche McLaren, den wollte ich natürlich. Gela ist hier abgeflogen. Wollte gerade sagen. Also hier, Gela jetzt leider. Wo ist er denn jetzt? Da. Ja, hat sich verabschiedet aus der Dreiergruppe. Noak Ahlisch jetzt nur noch hintereinander hier. Schade, haben wir nicht ganz gesehen, was passiert ist. Ich glaube, es gab eine Berührungsanzeige mit Noak. Also vielleicht musste man da ausweichen oder irgendwas. Auf jeden Fall hier der McLaren zwischen den beiden BMWs nicht mehr vorhanden. Ja, da denke ich mal, dass Noak jetzt vielleicht wegfahren kann. Dachte ich vorhin auch schon. Gela jetzt natürlich direkt in die Box reingefahren. Gucken wir mal, vielleicht kann Ahlisch ja doch mal angreifen. Jetzt können sie sich aufeinander konzentrieren hier. Ja, Track Limits sammeln sich hier sehr, sehr schnell, das stimmt allerdings. So, Lucas Hunter hat, glaube ich, auch abgestellt. Ja, der hatte DDT.
ja, hat keinen Sinn mehr gemacht, weiterzufahren offenbar. Hätte da wahrscheinlich nichts mehr groß holen können, außer natürlich hier vorne fallen Autos komplett aus. Aber Rennpace-technisch oder ja vom Verlauf des Rennens war nichts mehr zu holen. Denn womöglich hätte er eh nochmal einen Boxenstopp machen müssen. Musste ja sehr, sehr früh rein, da zweite, dritte Runde war das, glaube ich. Also damit haben wir noch 21 Autos, drei Autos, ja, die runtergegangen sind. Inzwischen ein Auto, was nicht angetreten ist heute. Und damit konzentrieren wir uns mal hier auf den Zweikampf 7-8, Alex Schnoack. Was machen die anderen beiden BMWs eigentlich? Schneider-Witzmann, davor 5 und 6, auch gerade ganz, ganz eng. Nämlich der Teamkollege hier. Aber in-game-Strafen keine. Ah, war die DT von Hunter vielleicht auch eine von der Reko? Ich habe zumindest hier in der Liste von ACC keine DT verzeichnet. So, Oliver Gehler kommt jetzt wieder raus. Natürlich ganz hinten hier. Ja, nicht ganz so schlimm. Muss jetzt eine Stunde durchfahren. Da hinten sehen wir den anderen Zweikampf, wo wir gerade drauf fahren. Ja, muss jetzt hier durchfahren, die eine Stunde. Aber das, ja, ist noch ganz gut möglich hier. Hat ja auch relativ freie Fahrt, wenn ihr es richtig gesehen habt. Kann also Reifen schon fahren hier. Aber müsste Track Limits gewesen sein, okay. Naja, ist ja nicht mehr dabei. Also spielt keine Rolle mehr. Ja, also vorne. Ja, da passiert auch nicht super viel. Behnke immer mal wieder dran am BMW. Gründel, Husfeld, die sind sich hier gerade mal ein bisschen einig geworden. Dann haben wir das Duell hier zwischen Schneider und Witzmann. 5 und 6, das geht auch schon das ganze Rennen so, glaube ich. Dann haben wir Noack Alisch. Wohl noch in der schönen Dreiergruppe mit dem McLaren, mit Gehler. Jetzt hier, ja, ein Zweikampf. Aber Alisch kann jetzt doch mal angreifen. Also Noack, der muss jetzt hier schon wieder verteidigen. Und wenn du hier sehr weit innen anfährst, dann verlierst du Schwung. Oder kommst hier etwas zu weit raus. Und der Hintermann kann damit mehr Schwung mal angreifen. BMW gegen BMW hier auf der Geraden. 0,3 Sekunden haben wir hier. Alisch kann sich also womöglich etwas ransaugen. Je nachdem, ja, wie viel Abtrieb er auf dem Auto hat. Aber hier reicht's noch nicht so ganz, oder? Reicht's vielleicht doch? Ah, mal innen gezeigt vielleicht. Ein, zwei Angriffe haben wir hier auch schon gesehen. Genauso wie Kurve 1 bzw. Kurve 2. Ging auch nicht ganz ohne Kollision. Also immer hier markeninterne Duelle. Hier auch noch teamintern, wie gesagt, die 999 gegen die 24. Na, da mal mitfahren. Ja, da sieht er sein eigenes Auto quasi vor sich. Nur die Zahl ist anders. Ja, kommt hier, glaube ich, besser durch. Ein bisschen mehr Curb mitgenommen. Könnte so ein paar km mehr drauf haben. Rehling hinten gerade an live vorbeigegangen. Wir bleiben aber mal ganz kurz hier, ob er vielleicht hier auf die Innenseite geht. Nee, geht er nicht, geht er nicht. Ah, reicht nicht. Gucken nochmal hier kurz 20 Sekunden zurück. Die beiden Porsche, also auch hier wieder markenintern. Rehling ging nämlich hier an Linz live vorbei. Hier im letzten Abschnitt ist das, ja. Da ist er schon vorbei auf der Außenseite. Damit auf der 19. Ja, aber 12 Positionen verloren. War also von der 7 gestartet. Also auch ein ganz, ganz blödes Rennen offenbar hier. Könnte aber sein, dass er sich der ein oder andere nochmal stoppen wird in der nächsten Stunde. 5 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden sind aber die Abstände zu den nächsten Positionen. Also da dauert es noch so ein bisschen. So, es wird jetzt hier vorbeigegangen. Na, haben wir fast verpasst. Wir gucken nochmal. Wie hat er das hier angestellt? Boah, aber auch hier den Porsche mal auf der Innenseite reingeworfen. Hat aber funktioniert. Wer weiß, vielleicht war es ja auch gewollt. Auf jeden Fall Husfeld jetzt hier auf der 3, Gründel auf der 4. Ja, Behnke auf der 2 weiterhin. Mit der schnellsten Runde aber 34.057. Und um 300 schneller als Hillegeist, der hat eine 087. Ja, mal gucken. In den nächsten 10, 15 Minuten erwarten wir eigentlich so die regulären Boxenstopps, sage ich mal. Gucken, ob das dann auch so kommt. Während wir Peter Meyer mal kurz begleiten, hier auf der 16, auf seiner Startposition. Den haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt. Ist hier gerade hinter Kurt Hassel unterwegs auf der 15. Position. 2,5 Sekunden zu Chris Toska auf der 14. Dahinter, glaube ich, passiert nicht viel. Kreling war ja vorbeigegangen an der 20. Linz Live gerade ein bisschen langsam. Da wird es wahrscheinlich auch sich auseinanderziehen. Ja, wie gesagt, ein paar Minuten erwarten wir Boxen und Stops. Dann gucken wir mal, ob sich da irgendwo was tut. Ich nehme mal an, dass alle Reifen wechseln werden, nachs nachtanken müssen. Also da wird man über solche Spielchen da keine Position unbedingt gewinnen. Man kann höchstens, ja, versuchen, den Boxenstopp gut zu absolvieren. Spät auf die Bremse, Pitlimiter rein, ordentlich stehen und Pitlimiter, ja, rechtzeitig wieder rausnehmen. Vielleicht kann man da nochmal eine Sekunde oder ein, zwei gewinnen.
könnte nochmal einen Unterschied machen hier vorne. Ja, also Alish kann doch mithalten mit Noak. Weiß nicht, sah wohl ein bisschen anders aus. Aber vielleicht habe ich mich da nur ein bisschen verguckt. Bleiben auf jeden Fall dicht an dicht hier die beiden BMWs in den Top 10. Ja, nachdem hier einige raus sind, können wir nochmal uns hier ein Update holen für die Positionsveränderung. Gela mit 16 Positionsverlusten, der war in der Box, das müssen wir natürlich nochmal beachten. Das ist nicht ganz Boxenstopp bereinigt, während wir alle sehen, wie er hier immer mal wieder auf die Innenseite guckt. Aber reicht hier ganz oft nicht. Ja, ansonsten haben wir Michael Schneider auf der 9 mit 8 Gewinn, Daniel Daniele auf der 13 mit 8 Gewinn. Also weiterhin, ja, hier ein, zwei Piloten, Pilotinnen, die hier gut nach vorne gekommen sind. Und ja, sind wie gesagt schon einige Autos weniger, sind dann nur noch, ja, 6 Plätze, die ohne Punkte nach Hause gehen heute. Also heute auch wieder gute Chancen auf dicke, dicke Punkte. Oder überhaupt Punkte zumindest mal. Ja, 1-2 haben getauscht, 3-4 haben wir eben gesehen getauscht. Nur der Witzmann und der Peter Meyer, die sind die einzigen, die auf ihren Startpositionen geblieben sind. Ja, so sieht's aus. Also, Großteil des Feldes dürfte relativ zufrieden sein aktuell. 1-2 gibt's immer, die da, ja, nicht so ein gutes Rennen erwischt haben. Ja, relativ BMW-lastig die Top 10. Zwei davon sehen wir hier gerade. Einer auf der ersten Position. Inzwischen schon 2,6 Sekunden. Ja, Behnke letzte Runde war nicht so optimal. Hier der Audi, hier sehen wir es. Mit 35,4. Das waren, ja, 8 Zehntel langsamer als Hillegeist gerade. Also vielleicht war da ein Fahrfehler, eine Überrundung oder irgendwas. Jetzt also aus dem Windschatten raus. Ja, Gründel muss, glaube ich, von Husfeld auch so ein bisschen ablassen. 2 Sekunden auf der 4. Ja, schade. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir da ja zwischen den Vieren so ein paar Zweikämpfe sehen. Aber so richtig nebeneinander waren die da nie. Hintereinander ganz, ganz dicht lange. Aber jetzt hat sich da so ein bisschen auseinandergezogen. Jetzt geht hier Noak etwas weit. Muss jetzt hier auch ein bisschen Platz auf der Innenseite lassen. Haben wir eben schon gesehen. Letzte Runde Alish jetzt aber mit der Nase daneben. Es bringt hier aber wenig. Denn da kommen nämlich 2 Linkskurven. Also muss er sich wieder hinter einordnen. Also zwischen den beiden könnte es vielleicht interessant werden in der Box. Vielleicht kann man sich da ja gegenseitig überholen, beziehungsweise Alish den Noak überholen. Ja, aber Noak kann den gar die Flucht nach vorne nicht antreten. Zu Witzmann sitzt inzwischen 12,6 Sekunden. Also, ja, pace-technisch scheint das hier so Ende der Fahnenstange zu sein aktuell. Muss da vielleicht hoffen, dass da vorne nochmal ein bisschen was passiert. Ein anderer hat da ja noch eine Strafe. Ja, eigentlich nur Behnke auf der 2 mit 5 Sekunden davor. Utzer auf der 10,5, Müller auf der 12,5, Hassel auf der 15,10 und Kreling auf der 19 mit 5 Sekunden. Ja, sonst das Feld schon gut auseinandergerupft, daher hat die Rekord nicht so viel zu tun. So viel Potenzial für Kontakte haben wir aktuell nicht. Hier auf jeden Fall Utzer jetzt hier gerade an Schneider dran, da sehen wir es, er zieht da raus auf der Außenseite. Fast hier gab es da den Kontakt, aber nochmal eine Handbreit Platz gelassen. Hier außenrum wird es aber nichts. Aber Michael Schneider, ja, da muss hier mal gucken, dass er irgendwie den McLaren hinter sich lässt. Für ihn lief es ja auch sehr, sehr gut, wie gesagt, 8 Positionen gewonnen. Na, können wir uns besser auf die Zweikämpfe hier konzentrieren. Können ja mal beim Alish mitfahren. Oh. Oh, jetzt wieder vielleicht auf die Innenseite. Da kommt er jetzt wieder zu weit raus, der Noak. Der rutscht dann immer mal wieder so 1-2 Meter links weg. Und immer wieder kann Alish auf die Innenseite vorbeigucken. Aber es reicht einfach nicht. Der weiß-türkise, mitfarbende Porsche, Porsche ist schon BMW, bleibt immer davor. Aber irgendwann könnte es mal klappen. Druck auf jeden Fall hochhalten. Vielleicht geht es ja dann vorbei. Ja, gehen wir mal komplett durchs Feld, damit wir mal alle in den Stream reinkriegen hier. Also Ricardo Hillegeist, wie gesagt, inzwischen schon fast 3 Sekunden Vorsprung auf der ersten Position. Kann sich mal wieder einen Sieg holen. Letzter Sieg ist schon ein bisschen her. Das war Rennen 7. War das Indianapolis? Irgendwas auf jeden Fall in den USA war das. Schon jetzt ja, einen Monat her auf jeden Fall. Also könnte vielleicht heute der nächste Sieg werden. Corbin Behnke auf der 2. Der kriegt aber gerade Besuch von Husfeld, der sich vom Teamkollegen, den wir da hinten sehen, absetzen kann. Also zwischen 2 und 3 könnte es vielleicht doch mal einen Zweikampf geben vor dem Boxenstopp, während Alish schon wieder dran ist. Außenseite diesmal. Also, der macht doch sehr, sehr gut Druck auf Noak. Also gehen wir da gerade noch nicht durchs Feld. Machen wir gleich mal. Wenn wir hier vielleicht ein Ergebnis haben im Zweikampf. Oh, Außenseite. Innenseite.
So, schauen wir mal. Letzten beiden Runden waren wir auch hier drauf. Da haben wir gesehen, dass er auf der Innenseite mal reingucken konnte. Und Behnke geht gerade in die Box rein. Hier sehen wir ihn. Also doch so ein paar Minütchen früher, als man das vielleicht erwarten dürfte. Jetzt ist er schon auf der Innenseite. Diesmal klappt es, glaube ich. Mal sehen. Oh, jetzt ist er wieder ein bisschen, hat er ein bisschen zurückgezogen, glaube ich. Ja, ah, schade. Ich dachte, der würde schon vorbeigehen können. Aber hat da nochmal Vorsicht walten lassen. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr spannender, interessanter Stint für beide Piloten hier. Beide bleiben auch noch weiterhin draußen. Ja, könnte Arsch sich überlegen, ob er vielleicht auch einen Tick früher reinkommt. Klar, dann hast du nachher aber schlechtere Reifen. Aber vielleicht bringt das ja was, ein, zwei Runden frei fahren zu können und dann hier nach den Boxenstopps vorbeizugehen. So, Behnke steht immer noch in der Box. Was haben wir hinten noch? 18-19, André Kirch-Kehling. Aber bleiben wir erstmal hier drauf. Ja, 4-5 bin ich auch gespannt, ob sich nach dem Boxenstopp was tut. Also wird's mal noch hinter Schneider. Das merken wir uns hoffentlich mal ein bisschen. So, Behnke, ja, die Boxenausfahrt ist doch sehr, sehr lang. Man fährt hier lange, lange im Pitlimiter. Das kommt einem ewig vor. Er ist hier rechts rum, geht's wieder auf die Strecke, beziehungsweise Vollgas raus hier. Und Alisch, der, achso, nee, warte, Witzmann wollte ich mal kurz gucken. Auf der 5, wie gesagt, 0,5 bleibt da dran. Und Ben Utzer immer noch am Honda dran. Dahinter ist Ohlinger. Also, der rückt hier auch näher. Da haben wir Honda gegen McLaren, gegen BMW. Mal sehen, ob da nochmal vor dem Boxenstopp was geht. Chris Toska haben wir hinter Dani Daniela dran. Das ist der nächste Monkey Town Racing. Audi in dem Fall. Hassel sehen wir dahinter. So, Müller-Krehling reingefahren. Gehler war schon drin, haben wir gesehen. Chris Behnke war drin. Mal sehen, jetzt dürfte es gleich in die heiße Boxenstoppphase gehen. Hier muss er leicht ausweichen. Der Audi-Pilot ist nicht schlimm, hat jetzt ein paar Meter verloren. Wird aber wieder zufahren, gehe ich mal von aus. So, Ben Utzer jetzt reingefahren. Der hatte ja hier den Schneider gejagt. Jetzt ist Ohlinger dahinter. Die bleiben offenbar noch so ein bisschen draußen. Gehen wir bitte zu den beiden BMWs rüber. Auch hier BMW internes Duell. Ah, auch hier im Windschatten. Aber hier haben wir noch nicht so richtig gesehen, dass man mal daneben gehen konnte. Also Witzmann, der schaut sich hier schon seit gefühlt einer Stunde den BMW hier an. Naja, dreiviertel Stunde sind wir ja erst, aber schon die Hälfte des Rennens hat er hier den BMW vor sich. Platz 4, Podium. Ja, wird eher schwierig, weiß ich nicht. 11 Sekunden ist jetzt nicht so viel. Wobei bei 45 Minuten, wenn man da nicht deutlich schneller ist, das wird dann wahrscheinlich etwas schwierig hier. Ach, hier. Ja, wird ein bisschen schwierig, hier nochmal aufs Podium zu kommen, aber wer weiß, vielleicht gibt es vorher nochmal ein paar Strafen. Behnke hat ja 5 Sekunden, eine 5-Sekunden-Strafe. Der wird auf jeden Fall 1-2 Positionen verlieren. Ja, 37,8 Sekunden stand Behnke in der Box. Der wird, ja, was war, Zweiter, könnte Dritter, Vierter dann, ja, Vierter, glaube ich, werden, wenn die anderen dann in der Box gewesen sind. So, wo ist er denn? Der ist gerade an André Kirch dran. Ja, ich glaube, André Kirch wird ihn da eher vorbeilassen oder könnte ihn vorbeilassen. Denn der muss ja ohnehin nochmal in die Box rein. Das macht keinen Sinn, da wirklich zu kämpfen. Da hat keiner was von. Ja, wir sehen es auch hier. Da hat der André alles im Blick, würde ich mal sagen. Sieht, dass der schon in der Box war. Und damit, ja, jetzt hier der geschenkte, die geschenkte Position erstmal. Ich weiß nicht, vielleicht fährt er ja direkt in die Box rein. Nee, André Kirch bleibt auch noch draußen. So, jetzt haben wir hier gerade Nick Hursfeld auf der 1. Damit müsste Hillegeist eigentlich in der Box sein. Ja, kommt sogar gerade wieder raus. Natürlich deutlich vor Behnke. Gonzalez ist noch dazwischen. Das ist hier der Aston Martin, der aber auch nochmal gleich rein muss. Ja, Behnke jetzt dahinter mit ja fast 10 Sekunden Rückstand. Ich weiß gar nicht, wo die ganz herkam. Weil er hat 5 Sekunden verloren beim Boxenstopp plus die 3. Naja, kommt schon ungefähr hin. Also
der Abstand jetzt hier deutlich größer geworden, vor allem durch die Strafe. So, wer sind die Nächsten? Ins Live ist reingefahren. Ohlinger hat einen... Ah, der ist auch reingefahren jetzt. Der BMW müsste das sein. Da kommt er schon wieder raus. Mosquito Motorsport. Erstmal auf der 17. Position, direkt hinter Oliver Gehler. Ja, der war ja abgeflogen. Der war einen Tick früher drin. Wird jetzt an der Strategie nicht grundsätzlich was geändert haben. Jetzt ein bisschen längerer Zweiter sind sozusagen. Ich guck mal kurz, wie lange ist er jetzt draußen? Ja, Viertelstunde ist er jetzt draußen. Also... bisschen früher vielleicht, als er wollte. Wir gucken kurz bei Witzmann rein. Die war noch nicht in der Box. Mal gucken, wie lange die draußen bleiben. Jetzt sind wir bald der Hälfte. 45 Minuten haben wir hinter uns. Dreiviertelstunde haben wir noch vor uns. Und jetzt hier auf die Innenseite. Ja, ist immer wieder verführerisch. Kann funktionieren. Aber außen, wenn du dich dagegen stemmen kannst, kannst du dann wieder verteidigen für die nächste Kurve. Das werden wir jetzt hier auch sehen. Schneider jetzt die Nase natürlich wieder vorne. Ja, Witzmann hält sich zurück. Jetzt versucht er seinerseits mit mehr Schwung wieder rauszukommen. Also hier sehen wir mal sehr, sehr schöne Duelle. So, Kurt Hassel ist in die Box reingefahren. Der 911er Porsche. So, probiert das jetzt hier. Also, scheint mir so, dass man hier auf der Strecke überholen möchte. Nicht über den Boxenstopp. Könnte natürlich überlegen, ob man vielleicht erstmal hinterbleibt. Und jetzt hier vielleicht... Nee, traut sich nicht so ganz, obwohl die... Innenseite doch relativ weit offen war, aber kannst du ja nicht sicher sein, ob hier im Falle der 91er BMW doch mal reinzieht. Schauen wir mal, fährt jetzt hier einer in die Box, der weiße BMW scheint reinzufahren. Jawohl, so ist es. Philipp Witzmann damit erstmal draußen geblieben. Ja, jetzt könnte er überlegen, sofern es der Sprit hergibt, wenn André Kirch eine gelbe Flagge hat. Ups, ja, bisschen zu weit rausgekommen. Oh nein, dann ging es noch richtig in die Wand rein. Na, das Gute ist, er war noch nicht in der Box. Das heißt, er wird diese Runde kommen. Wird ein bisschen Zeit verlieren jetzt in dieser Runde. Beim Reparieren natürlich. Linz Live kommt wahrscheinlich gerade aus der Box raus, nehme ich an. Ne, wo ist er? Wo fährt der denn hin? Wo wollte der hin? Gucken wir mal kurz 20 Sekunden zurück. Da ein bisschen weit gegangen. Oder hat einen vorbeigelassen, würde ich mal fast behaupten. Okay, das hatte damit nichts direkt zu tun. Gucken wir mal. Okay. Der hat irgendein Problem. Das war auf jeden Fall mal kein Fahrfehler, wie wir hier sehen. Also Linz Live hier womöglich, weiß nicht, hardware-technisch irgendwas. Vielleicht die Wheelbase mal kurz ausgegangen. Jetzt ist er zumindest mal wieder unterwegs. Hier auf der 21. Position. So, André Kirch schleppt sich hier weiter in die Box. Ja, hat er gleich geschafft. Wird hier gleich links abbiegen. Also wie gesagt, verliert jetzt hier in der Innenlap sozusagen ein bisschen was beim Reparieren gleich. Aber sonst nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, würde ich mal sagen. Da hat es andere schon schlimmer erwischt. Ja, also gucken wir mal, Witzmann jetzt erstmal auf der ersten Position. Da fehlen jetzt noch, ja, im Prinzip die ersten sieben, plus Gonzalez auf der 9. Chris Schneider kommt jetzt raus auf der 13. Nurk jetzt auf der 3. Oh, Alisch ist vorbeigegangen irgendwo, das haben wir natürlich wieder verpasst. Also Alisch jetzt doch an Nurk vorbeigegangen, interessant. Und die beiden müssen ja nochmal reinkommen. Also das war irgendwo auf der Strecke. So, Behnke klebt an Husfeld dran. Ja, wie gesagt, er hat jetzt hier die Position verloren. Position 2 müsste Boxenstopp bereinigt auf der 4 ungefähr verharren. Und das dürfte dann Position 3 sein von Husfeld. Gründel dann auf der 2 und Hillegeist auf der 1. Boxenstopp bereinigt. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall jetzt einen Zweikampf sehen. Durch die Strafe natürlich 2 Positionen verloren. Und er ist schon an den nächsten beiden direkt dran. Wir sehen die beiden Porsche hier. Die gold-schwarzen. Und der macht auch schon ganz, ganz gut Druck hier auf Husfeld. Mal gucken, wo er den Weg vorbeifindet. 40 Minuten hat er auf jeden Fall noch Zeit. Und ja, staut sie auf jeden Fall hier gerade mal wieder. Position 2 bis 4. Hillegeist wird es freuen auf der 8. Position. Der wird jetzt hier nach und nach natürlich wieder auch auf der Strecke im Klassement nach vorne gespült werden. Wir sehen es hier, die Boxenstopps werden mehr und mehr. Don Salas kommt nämlich auch gerade rein. Wir gehen vielleicht einfach mal Gründel drauf. Noah kommt rein. Alschoske Meier fehlen nur noch, also 3 Autos. Das sind dann die, die die frischesten Reifen haben werden. Mal gucken, vielleicht hilft das ja. Und da müssen wir gleich nochmal gucken bei den BMWs, was sich getan hat. Also Alisch, der war ja an Noak vorbei. Nur in der Box. Alisch, also Alisch noch draußen geblieben. Moin Axel. So, Hillegeist, der geht jetzt hier am Honda vorbei. Der dürfte sich aber auch jetzt nicht groß wehren eigentlich. Ja,
geht jetzt hier auf der Innenseite vorbei. So, wir gucken mal wieder auf Husfeld drauf. Der ist hier im Sandwich zwischen seinem Teamkollegen und, ja, dem Poolsetter, zumindest aus dem Qualifying. Hatte dann ja in der ersten, zweiten Runde die Position abgeben müssen, der Audi-Pilot. Gucken wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Ob er jetzt hier noch an den beiden Porsche vorbeikommt in den letzten 40 Minuten. Wie gesagt, Hildegeis vorne profitiert natürlich davon, dass die sich jetzt hier in die Haare kriegen könnten. Das könnte also der nächste Sieg werden. Jetzt muss er hier ein bisschen ausweichen. Eieiei, jetzt geht er hier natürlich weit. Oh, eine SG30 sehe ich hier gerade von der Nummer 911. Das müsste Kurt Hassel sein. Ja, auf der 20. Position. Also, eine SG30 hat er sich abgeholt. Plus den Boxenstopp, den er noch ohnehin erledigt hat. Damit leider nur noch auf der 20 unterwegs hier. Zwei Positionen verloren. Und ja, André Kirch auf der 21, dahinter 6 Sekunden weg. Der Apollo Motorsport-Pilot. Wie läuft es bei der Teamkollegin? Die war inzwischen auch in der Box auf der 16, 5 Positionen gewonnen. Ja, also wieder ein bisschen verloren offenbar. War schon mal ein, zwei Positionen weiter vorne. Aber wie gesagt, Daniel Müller 3,6 Sekunden nur weg. Vielleicht geht es hier ja in die Punkte heute das erste Mal. So, Hillegeist, der ja, will an Soske vorbei. Sollte hier eigentlich auch vorbeigelassen werden, deswegen macht er auch Lichthupe. Denn Soske, Alisch und Meier müssen noch reinkommen. So, was sehen wir hier? Nach dem Boxenstopp Schneider immer noch vor Witzmann. Witzmann stand auch einen Tick länger, 2 Sekunden. Daher der Abstand ja einen Tick größer, wie wir hier sehen. Aber Witzmann muss jetzt hier auf der Strecke vorbeikommen. Über den Boxenstopp hat es nicht funktioniert. Also, das wird uns, denke ich, auch noch begleiten hier. Die nächsten 38 Minuten das Duell. Hillegeist ist immer noch nicht an Soske vorbeigekommen. Das wird ihn jetzt gerade ein bisschen nerven, würde ich mal fast behaupten. Weil klar, er sieht, dass sie dahinter ihm im Dreikampf sind. Das ist das Gute. Aber trotzdem willst du hier alles an Sekunden rausfahren, was geht. Kann man immer wieder gebrauchen. Kommst ja vielleicht doch mal ein bisschen zu weit. Nimmst mal hier einen Wurstkörb so viel mit. Drehst dich vielleicht mal ein bisschen weg. Verlierst mal Zeit. Da kannst du wirklich alles an Puffer benötigen. Ja, Zoske bleibt auf jeden Fall draußen. Alisch auch noch weiterhin draußen geblieben. Und wie gesagt, Peter Meier hier der Honda. Ja, die fahren hier vielleicht eine Stunde und dann nochmal eine halbe Stunde. Könnte man natürlich auch machen. Da würden sich die Reifen auf jeden Fall dann bemerkbar machen. Die Reifenunterschiede zwischen denen, die vielleicht dann 15, 20 Minuten früher drin waren. Na, gehen wir auf Husfeld. Vielleicht ein bisschen interessanter, weil das ist ja hier ein Kampf um tatsächlich das Podium. Position 2 und 3 sozusagen. Jetzt hat Hillegeist es geschafft, an Soske vorbeizugehen. Ja, Soske will natürlich keine Zeit verlieren, denn der Peter Meier, gerade auf der 4. Position, ist ja nicht super weit weg, 2 Sekunden. Und da hat es jetzt gekracht anscheinend, da gab es zumindest eine kleine Berührung, schauen wir mal kurz. Eieiei, das gibt bestimmt Diskussionen hier. Hillegeist denkt sich auf, warum hältst du da so dagegen? Sah zumindest ein bisschen so aus in der Perspektive. Du musst doch ohnehin in die Box rein. Aber wie gesagt, Peter Meier ist direkt dahinter. Deswegen will der Chris hier möglichst wenig Zeit verlieren. Denn er muss ja mit ihm zusammen in die Box. Und wenn er da beim Boxenstopp vielleicht ein bisschen was liegen lässt an Zeit, dann hat er eine Position verloren. So, er fährt jetzt aber rein. Peter Meier folgt ihm mal. Also, Soske vor Meier. Behalten wir mal kurz im Gedächtnis. Benedikt Alisch auch reingekommen. Damit machen wir die Boxenstopps einmal weg. Dann waren nämlich alle drin. Und dann sehen wir auch, dass Hillegeist, ja, nicht verwunderlich, auf der ersten Position ist. Das haben wir hier. Utzer gegen Schneider. Ja, der McLaren hatte vorhin schon den Honda gejagt. Dahinter sehen wir Philipp Noack auf der 14 nur. 45 Sekunden stand der. Der musste reparieren. Ah ja, okay. Ah, sehr, sehr schade. Auch gut zurückgefallen dadurch. Aber erstmal schauen wir hier Side by Side. Der Honda auf der Innenseite. Könnte das eigentlich verteidigen? Außen, na, könnte. Oder auch nicht. Der McLaren außenrum probiert, geht da sehr weit, nimmt da vielleicht einen Cut in Kauf, aber kann damit auf die 13. Position gehen. Philipp Noack direkt dahinter, wie gesagt, musste da länger in der Box stehen. Guck mal kurz, ob wir noch Strafen offen haben. Ne, erstmal alle Strafen abgesessen hier. Eine SG30 haben wir ACC-seitig auf jeden Fall. Eine DT anscheinend auch vorhin gehabt, aber der Audi ist ja nicht mehr dabei.
Also, Philipp Noack, sein Rennen ist doch sehr interessant heute. Letztes Rennen war relativ einsam auf dem Ultenpark, aber hier vorhin im Dreikampf gewesen. Jetzt wieder im Dreikampf, allerdings mit zwei anderen Kontrahenten hier. Na, Utzer ist jetzt hier gut vorbeigekommen. Mal gucken, ob er sich hier absetzen kann von Michael Schneider. So, gehen wir auf Hussfeld drauf, auf die dritte Position. Die beiden Porsche immer noch vor Behnke, der da eigentlich schon relativ dicht dran war eben. Aber jetzt hat er wieder ein paar Meter Abstand. Hillegeist vorne hat 6 Sekunden Vorsprung. Das ist doch relativ entspannt in Anführungsstrichen. Vor allem, weil die drei hier so dicht hintereinander sind. BWR Sim Racing, danke für den Raid. Herzlich willkommen hier. Moin Nico. Ich hoffe, euer Rennen war spannend hier. Magiton Racing, moin moin. Ja, wir haben noch eine halbe Stunde gleich vor uns. Eine Stunde haben wir schon hinter uns. Heute mal 90 Minuten, nicht 60 Minuten. Ein paar Autos haben wir verloren. Und ihr seht es ja hier links im Tower. Zumindest mal in Position 2 ist es ja relativ eng. Erstens sind, hatten wir die ersten 4 sehr dicht zusammen, aber durch eine Strafe, ja, der Behnke, den wir hier sehen, ein bisschen zurückgefallen auf die 4. Und vor sich hat er die beiden Magiton Racing Porsche. Aber auch im Mittelfeld geht noch einiges. Philipp Noack, wie gesagt, auch etwas länger gestanden, ist an Schneider dran. Utzer haben wir gesehen. Ohlinger, der BMW, an Gehler dran, der dann ein bisschen weit rauskommt über die Wurstköps rüber. Mit Höhen und Tiefen, ja. Die Ardennen-Achterbahn. Wahrscheinlich vom Drama her meinst du wahrscheinlich. Nächste Woche Saisonfinale schon, ja. Regen, trocken, Regen, ja. Haben wir hier nicht. Hier bleibt alles trocken, wie es aussieht. Wäre natürlich nochmal ein bisschen spannender hier. Obwohl spannend ist es eigentlich auch. Wir sehen ja hier die beiden vorne. 2, 3, 4 sehr dicht zusammen. Peter Meyer und Soske, die sind auch gleich geblieben. Das wollten wir uns ja merken vorhin. Ja, der Audi vor dem Honda geblieben. Beide haben einen sehr identischen Boxenstopp absolviert. Daher ja nicht so verwunderlich, dass das dabei geblieben ist. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen entscheiden. 8, 9, 2, 3, 4. Wo gucken wir hin? Wir wechseln mal ein bisschen hin und her. Jetzt heißt es doch eine halbe Stunde hier durchbringen. 21 Grad haben wir, ist also deutlich kühler geworden. 19 Uhr abends haben wir. So, ich meine, ja, Hussfeld war, glaube ich, vorhin vor Gründel. Ich glaube, vorhin hatten wir eine ähnliche Situation, wo Hussfeld hinter seinem Teamkollegen war. Dann war er irgendwie vorbeigegangen. Aber könnte das erste Rennen sein. Nein, das zweite Rennen von Hussfeld, das er fährt, da wo er nicht siegt. Kialami, Renn 2, ist er mitgefahren, hat er 15 Punkte geholt. Das war also kein Sieg. Aber dann, ja, fast alle Rennen, die er danach gefahren ist. 2 Stück ist er nicht mitgefahren, aber sonst alle gewonnen. Hassel, ja. Habe ich doch gesagt, oder? Ich sag eigentlich immer Hassel, nicht Hussel. Wahrscheinlich, wegen, weil ich an Hussfeld gedacht habe. Wahrscheinlich deswegen kurz. Nee, ich sag immer Hassel. Auf der 20 meinst du, ne? Der Kollege hier. Der Kurt. Hassel und Hussfeld. Ja, ich habe am ersten Rennen auch Zoske gesagt. Heißt aber Zoske. Auf der 15. So, Gela Ohliger, da können wir nicht ganz so viel falsch aussprechen. Die beiden roten Fahrzeuge hier, der McLaren und der BMW, 8 und 9. Können wir mal Position Deltas uns anschauen. Denn wir haben die Boxenstopps ja jetzt durch hier. Und ja, sehen vorne, Behnke, wie gesagt, durch die Strafe verloren. Gela, ja, durch den Unfall ein bisschen was verloren wahrscheinlich. Müller auf der 13, 4 Position verloren. Zoska auf der 15 verloren. Und Kreling, weiß ich gar nicht, was mit dem passiert ist. Hatte offenbar auch irgendeinen Unfall oder irgendwas. Ja, aber sonst haben wir sehr, sehr viele, die gewonnen haben. Die meisten Ohlinger sehen wir. Schneider auf der 11 auf jeden Fall. Bartik Gonzalez mit 6, dann Daniela mit 7. Also da ging es doch wieder nach vorne auf die 14. Also die ersten Punkte könnten da heute tatsächlich kommen. Wäre doch mal sehr, sehr schön. So, gehen wir wieder auf Hussfeld drauf. Behnke schaut sich das im Hintergrund an. Was machen die beiden Teamkollegen hier, die beiden Porsche? Also Hussfeld scheint mir ein bisschen schneller zu können. Weiß ich nicht. Lässt sich immer so schwer sagen, wenn man so dicht hintereinander herfährt. Was wir auf jeden Fall sagen können, dass Hillegeist vorne die Position gut halten kann mit 7 Sekunden Vorsprung. Und ja, wenn er jetzt hier irgendwie daneben geht, das wird ihn da vorne noch weiter in die Karten spielen. Natürlich auch Behnke da hinten, dem Audi-Piloten. Gehen wir mal kurz zu Noack rüber auf der 12. Ja, der McDonough vorne kann auf jeden Fall wegfahren. 1,8 Sekunden haben wir gerade gesehen von Ben Utzer auf der 10. Das heißt, der Honda, ja, wird da sich eher verteidigen müssen jetzt erstmal, als dass er wieder sich die Position zurückholen kann.
Ja, Witzmann kriegt heute einen Albtraum vom BMW vor ihm. Kommt nicht vorbei. Der fährt jetzt, glaube ich, tatsächlich fast eine Stunde hinterher. Position 5. Abstand zu den ersten vier inzwischen 16 Sekunden. Der wird also größer und größer, umso länger das Rennen hier geht. Also die werden das da unter sich ausmachen. In erster Linie Position 2, 3 und 4 natürlich. So, Peter Meyer auch noch am Audi dran. Auch da hat es sich ja nichts getan nach den Boxenstopps. So, vielleicht schaffen wir es jetzt mal einmal durchzugehen. Also Ricardo Hillegeist haben wir hier auf der 1. Dann haben wir die beiden Porsche gesehen, Gründel Husfeld. Dahinter ist der Audi von Behnke. Dann haben wir den Zweikampf der beiden BMWs, das ewige Duell hier, Schneider-Witzmann. Ja, bleiben wir ganz kurz drauf, gucken wir mal Kurve 1, 2, 3, ob wir hier einen Angriff sehen werden. Ist ja schon sehr, sehr dicht dran, aber reicht nicht, reicht leider nicht. Gucken wir zum Teamkollegen Alisch auf der 7. Position. Jetzt doch etwas ruhiger unterwegs. Hier hatte er mit Noack vorhin den Zweikampf, der aber ja zurückgefallen ist durch den verlängerten Boxenstopp. Gehler haben wir auf der 8. Position. Ohlinger folgt ihm hier noch im BMW. Dann haben wir Ben Utzer, den nächsten McLaren, den zweiten auf der 10. Position. Schneider und Noack, wie gesagt, hier hinter im Zweikampf unterwegs. Daniel Müller haben wir den nächsten Porsche von Monkey Town Racing auf der 13. Daniela hier ja, mit die meisten Plätze gewonnen auf der 14. Position. Chris Soske haben wir dahinter. Und jetzt haben wir hier das Überholmanöver vielleicht. Ah, es reicht hier. Es reicht hier endlich mal vorbeizugehen für Witzmann. Mensch, endlich hat das mal funktioniert hier. Hoffentlich freut er sich nicht zu sehr, dass er jetzt hier einen Fahrfehler macht und dann der Hintermann wieder vorbeigeht. Aber hier nach der Geraden wahrscheinlich in die Linkskurve rein. Konnte er sich auf die Innenbahn setzen. Und damit auf die 5. Position. Jetzt ist er in der Verfolger- bzw. in der verfolgten Situation unterwegs. Ist immer ein bisschen was anderes, als wenn du die ganze Zeit hinterher fährst. Also mal gucken, ob er dem Druck hier standhalten kann. Ob er wegkommt und hier den Schneider ja mal irgendwie aus dem Rückspiegel eliminiert. Wir werden es beobachten. So, wo waren wir stehen geblieben? Peter Meyer ungefähr, genau, der ist hier am Audi dran. Don Salas haben wir dann auf der 17. Position. Da ist jetzt doch relativ viel Ruhe eingekehrt. Aber 6 Positionen hat er gewonnen. Also ich glaube, aus seiner Sicht doch ein recht erfolgreiches Rennen. Auch wenn er ohne Punkte nach Hause fahren wird. Stand jetzt zumindest. Dann haben wir Stefan Kreling auf der 18. Linz Leib auf der 19. Kurt Hassel haben wir auf der 20. Position. Jetzt hat es da gekracht zwischen dem Audi und dem Meyer anscheinend. Gucken wir 20 Sekunden zurück. Ah, da kam der Honda doch ein bisschen besser aus der Kurve raus. Und dann wahrscheinlich Innenseite berührt den Audi. Schauen wir mal. Nee, war eigentlich deutlich dahinter. Ah, hier am Apex war ein paar km zu schnell und trifft da den Audi-Piloten. Chris Soske damit jetzt hier hinter Don Salas zurückgefallen. Wo ist er denn jetzt? Da. Ja, Don Salas damit noch eine Position gewonnen. Sehr gut, für ihn natürlich. Ah, das könnte nochmal eine Strafe nach sich ziehen. Die Reko könnte jetzt auch nochmal was zu tun haben. Also Zoske damit auf der 17. Kreling hatten wir, Linz Live hatten wir, Kurt Hassel. Und André Kirch fehlt uns noch auf der 21. Ja, eine Position gewonnen. Kann noch nicht mehr weiter nach hinten gehen. Aber 14 Sekunden Rückstand. Ja, scheint nicht mehr so viel zu gehen jetzt im Moment. Na, ich glaube, wir gehen auf Noack drauf. Aber Strafen halten sich momentan noch in Grenzen. Also in der SG30 bis jetzt. Aber cut-technisch scheinen wir noch keine DT gehabt zu haben. Groß. Mal gucken. Eine halbe Stunde ist ja noch. Gibt bestimmt noch so ein paar Autos, die hier schon mit 2-3 Cuts rumfahren. Können wir mal gucken, ob da gegen Ende noch mal ein bisschen was durcheinander gewürfelt wird. Wir haben ja doch so hier und da einige enge Abstände. Auch wenn sie nicht ganz so eng sind. Unter 10 Sekunden. DT dauert hier doch natürlich ein bisschen länger als 10 Sekunden. Also da könnte man noch mal 1, 2, 3 Positionen verlieren. Die Ehrenrunde ansteht. So, Noack, der will jetzt hier vorbei auf die Innenseite. Setzt er sich zumindest mit der Nase. Er wird jetzt hier angreifen und ja, kann sich nicht vorbeidrücken. Rutscht hier nämlich ein bisschen weg. Wollte wahrscheinlich sicher gehen, dass er nicht da links in den Honda reinrutscht oder zu weit oder vor die Nase rutscht vielmehr. Und damit, ja, bleibt Schneider doch erstmal auf der 11. Position. Also, Philipp Noacks Rennen heute doch relativ spannend und Zweikampf geprägt. So, Nick Husfeld haben wir auf der 3 immer noch am Teamkollegen dran. Ja, Stallorder scheint es hier nicht wirklich zu geben. Weil meisterschaftstechnisch würde das natürlich Sinn machen, Husfeld vorbeizulassen. Gründel, der ist ja erst letztes Rennen hier in die Liga eingestiegen. Wo ist er denn? Ja, da. Von daher wird er mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun haben. Aber der Husfeld, der ist ja, da, wie gesagt, dabei auf der 2. Position. Dem Hillegeist in der Gesamtwertung gefährlich zu werden wieder. So gesehen würde es Sinn machen, Husfeld vorbeizulassen, aber sieht nicht so aus, als wenn man hier
das irgendwie so handhaben würde. Gehen wir auf Chris Schneider. Ja, bleibt erstmal ein Witzmann dran, der da nach langer, langer, langer Zeit vorbeigekommen ist. Mal sehen, ob die nochmal in den Zweikampf gehen. Wohlinger weiterhin am McLaren dran, aber noch nicht so richtig oder momentan nicht richtig in Schlagdistanz. Dann haben wir hier den Dreikampf. Chris Hoske versucht jetzt hier wieder was aufzuholen. 1,8 Sekunden an Don Salas dran. Ja, der Honda, der ist jetzt schon 7 Sekunden weg, der ihn da berührt hatte. So, 1:05 haben wir hinter uns. Die Boxenstopps sind auch schon längst durch hier. Startphase lief im Allgemeinen gut. 1-2 Kollisionen gab es da im Laufe der nächsten Runden. Gab es noch mal 1-2 Dreher. Der Lexus wurde einmal gedreht. Dann haben wir hier noch ein paar Ausritte gesehen. Jetzt hat sich das Feld gut auseinandergezogen. Verteilt sich überall auf der Strecke. A-Position 13 gerade. Keine spannenden Zweikämpfe hier. Im Mittelfeld haben wir noch mal 1-2 Dreikämpfe. Und wie gesagt, hier ums Podium. Behnke aktuell muss ein bisschen abreißen lassen, wie es aussieht. 3 Sekunden, obwohl die da vorne sehr dicht hintereinander fahren. Also wird hier gerade etwas größer, der Abstand. Weiß ich nicht, ob er da nochmal angreifen kann aufs Podium. Auf jeden Fall aufs Podium da 2-3, sehr spannend. 5-6, die beiden Streiche, die beiden BMWs hier. Pacho TV, danke für deinen Raid. Herzlich willkommen hier. Und noch viel Spaß hier, 24 Minuten haben wir noch. Ich hoffe, bei euch lief's gut. Hattet einen schönen Stream, ein schönes Rennen. Oder mehrere Rennen, je nachdem. So, Hillegeist, 7 Sekunden, ein bisschen drüber. Ja, also wenn der sich keinen Fehler erlaubt, dann hat er hier sehr, sehr gute Chancen, das Ding zu gewinnen. Da unten ist die 69, war das 69? Irgendein Porsche auf jeden Fall, der da überrundet wird. Guck mal kurz, vorne sind wir in der 42. Hinten sind wir jetzt in der 40. Also sind schon teilweise fast 2 Runden Unterschied. Oder 1,5, je nachdem. Project JS, moin moin. Und Servus. So, gehen wir auf Chris Schneider drauf, auf der 6, 0,2 Sekunden. Also er bleibt dran. Also Witzmann ist dann nicht deutlich schneller offenbar. Zumindest nicht in dem Stint hier. Vorhin hat er gut auch Druck machen können hier auf den 91er BMW. Jetzt kriegt er aber hier weiterhin den Druck. Also der kann sich seiner 5. Position nicht sicher sein. Wir sehen es auch hier in Seite mal ein bisschen sich bemerkbar gemacht. War natürlich noch kein richtiger Angriff. Da war nicht genügend Platz. Daher bleibt das hier erstmal so, aber auch ein schöner, schöner Zweikampf. Die haben auch schon viel miteinander zu tun gehabt heute. Nicht langweilig geworden. Ja, schön. Gehen wir mal zu Philipp Nowak wieder rüber. Go Fast Racing. Ja, schade. Heute wären mehr Punkte wahrscheinlich drin gewesen. War ja vorhin da um Position 6, 7, 8, glaube ich, unterwegs. Weiß nicht. Offenbar musste er reparieren. 15 Sekunden, 12 Sekunden ungefähr stand er länger als normal. Von daher hier, außerhalb der Top 10 unterwegs. Position 11 steht aber hier ins Haus. Jetzt wieder der Angriff. Haben wir eben schon mal gesehen. Da ist er ein bisschen weggerutscht auf der Innenseite. Mal gucken, ob er jetzt hier ein bisschen mehr Grip hat. Jawohl, jetzt müsste es aber reichen hier für die Haarnadelkurve. Der Honda, wird außen eher verhungern. Jawohl, jetzt geht der BMW davor. Kann er die Tür zumachen, ist die Frage. Da musste er die Innenseite doch noch ein bisschen auflassen. Ist immer die Frage, ob der Gegner da zurückzieht. Aber wir haben gesehen, der Honda wollte dann nochmal reinhalten. Hat er ja auch. Und jetzt kommt der BMW wieder zu weit. Der Honda noch auf der Außenseite. Jetzt für die nächste Kurve. Side by side geht es hier über die Startziellinie. 0,0 Sekunden. Fast eine Berührung der beiden Reifen. Aber ich denke, der BMW dürfte sich jetzt hier erstmal doch durchsetzen. Ja, schön Zweikampf, den wir hier gesehen haben in den letzten paar Kurven. Also Nowak jetzt endlich vorbeigekommen am Honda. Jetzt ist die Frage, kann er wegziehen oder greift der Honda an? Vielleicht hier zum Beispiel. Auch eine sehr, sehr gern genommene Stelle. Kann gut gehen, muss aber nicht unbedingt. Der Honda, der will hier schneller rauskommen aus der Kurve. Der BMW rutscht hier ein bisschen, glaube ich, weg. Das geht der Honda doch zu weit. Dachte, der Honda könnte mit mehr Geschwindigkeit hier rauskommen und dann im Windschatten nochmal angreifen. Aber ja, Glück für Philipp Nowak, dass er jetzt hier die Position doch gesichert hat erstmal. Geht er wieder einen Tick zu weit.
bleiben vielleicht ganz kurz drauf hier. Dann gehen wir wieder zu den beiden Porsche nach vorne. Beke ist schon 4 Sekunden weg auf der 4. So, Kamera täuscht ein bisschen. Ich glaube, der Honda ist noch dahinter, oder? Jetzt haben wir die Seitenansicht. Nein, der ist schon daneben. Also, das kann er wieder kontern. Also, was für eine Runde der beiden hier. Jetzt die ganze Runde im Prinzip im Zweikampf gewesen. Jetzt geht der Honda wiederum vorbei. Und Mildner kann da außen wahrscheinlich nicht gegenhalten. Er muss nochmal die Tür öffnen, hätte ich fast gesagt, die Lenkung öffnen, um da nicht reinzufahren. Also doch wieder die alte Reihenfolge hergestellt. Aber ein sehr, sehr schöner Zweikampf hier über eine komplette Runde. Ließ sich doch sehr gut ansehen, ohne große Berührung hier. Gucken wir nochmal hier zu den beiden Porsche. Ja, da tut sich nichts. Gründel immer noch für Husfeld. Aber von hinten kriegen die auch keinen Druck, muss man sagen. Da hinten, wie gesagt, der Audi jetzt inzwischen schon 4,5 Sekunden weg. Ich weiß nicht, was da genau los ist. Also Colin Behnke ja eigentlich sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Im Qualifying eine 1/2 Sekunde Vorsprung gehabt. Und im ersten Stint war ja eigentlich relativ dicht immer an Hillegeist dran. Ja, damit die beiden Teamkollegen hier können das Ding vielleicht so nach Hause fahren. Die rechnen jetzt auch nicht mehr damit, aus eigener Kraft den Hillegeist einzuholen. Also mal gucken, wer hier auf 2 und wer auf der 3. Position ins Ziel kommt. So, es gibt doch die DT jetzt für die 68. Das ist der Stefan Krehling. Ja, sein Rennen ohnehin nicht so gut gelaufen. 11 Positionen immer noch verloren. Hat hier einmal eine Ehrenrunde drehen müssen. Also da haben wir doch mal eine DT. 19 Minuten noch. Ja, letzten 19 Minuten für dieses Jahr zumindest bei Racing League Esports am 2. Dezember, wollte ich schon sagen, am 2. Januar natürlich. Geht's wie gesagt weiter, da sind wir in Suzuka unterwegs und dann haben wir wieder so einen 4-Wochen-Rhythmus. Dann haben wir noch Laguna Seca, Spa, Hungaroring, dann ist nochmal eine Woche Pause und dann haben wir noch die letzten 3 Rennen. Das ist nochmal Donington, Imola und dann das Finale auf Kota, das 19. Rennen dann in dieser Saison. Also viele, viele Rennen, die wir hier haben, doch eine sehr, sehr lange Saison. Und Husfeld jetzt hier doch an Gründel vorbeigezogen. Immer wenn ich irgendwas anderes mache, das war ja wieder klar. Kommt hier aus Kurve 5, 6 ist das, glaube ich, raus in den Windschatten. Und hat dann wahrscheinlich auf der Innenseite sich daneben gesetzt. Jawohl, Gründel, der wehrt sich gar nicht. Der lässt die Tür doch sehr weit auf. Ordnet sich auch dahinter ein. Also Husfeld jetzt hier hinter Hillegeist, genauso wie in der Gesamtwertung. Wird aber trotzdem, glaube ich, 3 Punkte verlieren auf Hillegeist, wenn es so bliebe. Oder mehr, je nachdem, ob Gründel jetzt nochmal hier für einen Angriff zu haben ist oder nicht. Aber vielleicht kann Husfeld jetzt hier wegfahren und ja, zumindest sich Position 2 dann holen. Wir springen dann mal zu 5 und 6 wieder rüber. Witzmann Schneider. Noack jetzt auch am anderen Schneider dran. Michael Schneider nämlich. Der hier ist das. Ja, sehen wir zwischen den beiden nochmal einen Zweikampf. Könnte ich mir vorstellen. Hatten ja schon eine ganz gute Show geliefert eben. Aber jetzt eher doch hintereinander unterwegs. Auch genauso wie die beiden. Erstens sind in der anderen Reihenfolge hintereinander gefahren. Dann kurz einen Zweikampf gehabt. Und dann, ja, fahren sie schon wieder hintereinander hier über die Strecke. Über den Boxenstopp hatte es ja nicht funktioniert. Das hat es, glaube ich, bei niemandem so richtig, über den Boxenstopp da was zu gewinnen gegen den Gegner. Wir hatten da ja noch, wer war denn das noch? Soske und Peter Meyer, glaube ich. Die waren da ja auch hintereinander. Die haben da auch nicht gewechselt. Genau, Meyer auf der 15. Genau, Soske hatte ja diese Berührung. Ist deswegen hinter dem Aston Martin von Don Salas. So, sehen wir hier die gleiche Situation wie bei den beiden Porsche. Geht es jetzt hier vielleicht auf die Innenseite aus dem Windschatten hinaus oder heraus? Vielleicht ein später Angriff. Jawohl, hier bremst er sich daneben. Aber da wehrt sich der Gegner doch so ein bisschen mehr. Aber könnte vielleicht doch wieder reichen, um wieder zurück auf die 5. Position zu finden. Er kann die Tür nicht zumachen. Witzmann, der kann hier auf der Innenseite bleiben. Und sich jetzt hier weiter verteidigen. Ja, kann sich nicht ganz raustreiben lassen. Doch, ist schon davor. Aber wir sehen es hier. Stoßstange an Stoßstange geht es jetzt hier Richtung letzten Abschnitt. Mal sehen, ob wir hier jetzt noch bei den Angriff sehen. Philipp Noack hat es ja von hier probiert. Auch erfolgreich. Zumindest kurzzeitig mal. Aber hier gibt es keinen Angriff. Nein. So, Husfeld sehen wir hier 1,8 Sekunden jetzt von Gründel weg. Also ich behaupte mal, dass er hier jetzt, ja, Meter machen wird. Ob es reichen wird, um nochmal die erste Position anzugreifen,
Glaube ich nicht unbedingt. Bink jetzt im Moment wieder 2,5 Sekunden dran. Dürfte aber dem Zweikampf geschuldet sein, der beiden Porsche. Mal gucken, wie sich das da weiterhin entwickelt. Wir springen wieder zu Philipp Noack, der hier ja heute auch ein sehr, sehr schönes Rennen hat. Jetzt geht er wieder auf die Innenseite. Ah, reicht wieder nicht. Oder diesmal reicht es wieder nicht. Aber hier ist auch ordentlich Zunder in der Luft. Nee, so sagt man das gar nicht. Egal, wisst, was ich meine. Also die beiden könnten uns vielleicht die letzte Viertelstunde noch ein bisschen belustigen hier. Während Kurt Hassel auf der 20. Position an Linz live dran ist. Nach seiner SG30 war es, glaube ich, sogar. Nee, DT. SG30 war es tatsächlich. Die DT war die 68. Ist er natürlich nach hinten gefallen. Guck nochmal, dass er hier Position 19 sich schnappt. Danach wird es, glaube ich, nicht weitergehen. Halbe Minute dann zu Position 18. Also auch kein sehr, sehr erfolgreiches Rennen, würde ich mal sagen. Zwei Positionen verloren. So, ich muss noch mal was trinken hier für die letzte Viertelstunde. Oh, Zoske ist reingekommen. Ich schau mal kurz nach. Ja, Zoske auf der 17 mit einer DT. Peter May auf der 15 mit 5 Sekunden. Und Gründel auf der 3 mit einer DT, sehe ich gerade. Deswegen ist er auch gerade in die Box, glaube ich, gefahren. Eieiei. Ah, armer Gründel. Behnke jetzt natürlich wieder aufs Podium gegangen. Mal gucken, ob Witzmann und Schneider vorbeikommen. Noch müsste eigentlich. Boxenausfahrt dauert hier ewig. Also, die beiden gewinnen jetzt vielleicht noch eine Position. Na, gucken wir mal. Könnte knapp werden. Gucken wir mal. Gründel kann immer noch nicht aufs Gas gehen. Erst nach der Rechtskurve da. Zoske, hier unten sehen wir ihn auch mit der DT. Gehen also gleichzeitig rein, die beiden Teamkollegen. Und Witzmann und Schneider gehen hier in dem Moment auch vorbei. Und damit auf die vierte und auf die fünfte Position. Also, das kann natürlich auch nochmal passieren. Dass man sich da doch nach vorne Strafen holt. Also, DT von der 999. Gründel war das, genau. Die 13 haben wir auch gesehen. Das war der Zoske. Und damit haben wir Hillegeist auf der 1. Husfeld jetzt doch auf der 2. Ne, war eben auch auf der 2er Kurve. Behnke auf der 3. Position. Ja, sehr schön. Drei Marken jetzt auf dem Podium. Witzmann bringt hier den Schneider mit auf der 4 und 5. Also auch nochmal ein paar Pünktchen mehr dafür dazu bekommen und geschenkt bekommen. So, Asse ist jetzt hier an Linz live vorbeigegangen. Schauen wir da kurz rein. Aus der letzten Kurve heraus, wie es aussieht auf der Startzielgeraden. Der Porsche am 992er ist das, glaube ich. Der 911er gegen den 9... Nee, hä? Quatsch, 892, habe ich mich verguckt. Ist auch vorbeigegangen auf jeden Fall. So, also haben wir 3 DTs, eine SG30 auf jeden Fall. So, Noack jetzt hier endlich mal wieder gegen den Honda-Piloten. So, ich komme gar nicht zum Trinken hier. Diesmal an der Stelle, da haben wir noch keinen Angriff gesehen. Es geht da wieder auf die Außenseite der Honda für die nächste Kurve. Aber wie gesagt, auf der Innenseite kann man das hier eigentlich ganz gut verteidigen. Oh, nee. Reicht nicht für außenrum. Also Philipp Noack wieder vorbeigegangen hier. Moin, René. So, wir gehen kurz auf Schneider drauf, während ich jetzt vielleicht doch mal was trinke. Ja, danke. So, vorne ist es jetzt, wie gesagt, nicht spannend oder unspannend geworden durch, ja, die DT von Gründel, wobei Husfeld ja schon vorbeigegangen ist. Er kann auch den Abstand leicht verringern, mal unter 7 Sekunden Richtung Hillegeist, aber sehr, sehr interessant hier, Position 4 und 5. Also, die beiden können heute auch noch ein Bier trinken gehen, würde ich mal fast behaupten. Die sind fast die 1,5 Stunden zusammengefahren, jetzt hier wieder auf der Innenseite mit der Nase. Reizt denn diesmal... Außen muss man natürlich die Traktion auf die Straße bringen. Wenn du da zu viel auf dem Körper bist, dann rutscht das Auto gerne mal weg. Aber hier kann natürlich Witzmann wieder mal gegenhalten. Die Situation haben wir eben schon gesehen. Jetzt geht es aber so zweit durch die Rechtskurve hier. Ah, außenrum reicht es aber nicht, um daneben zu bleiben. Witzmann jetzt hier vor Schneider. Ja, da hinten sehen wir noch ein paar Autos. Das sind aber, glaube ich, alles keine Positionen. Alexander Gründel auf der 6. Position nach seiner Strafe. Natürlich einen Tick nach hinten gefallen. So, jetzt hier auf der Innenseite wieder. Nein, an der Stelle lassen die beiden das. Das haben wir bei Noack und Schneider jetzt schon anders gesehen. Zu dem wir jetzt auch nochmal kurz hinschalten könnten. Noack jetzt hier hinter Schneider wieder. So, Chris Hoske, der... ja, ist hinter Krehling. Der hat ja, glaube ich, auch die Strafe. Genau. Oder inzwischen auch eine Strafe. 11 Minuten noch.
Und wir haben tatsächlich noch zwei sehr, sehr interessante Zweikämpfe. Der Rest des Feldes fährt jetzt hier die 11 Minuten wahrscheinlich eher so zu Ende. Da passiert nicht mehr super viel. Auch wir sehen Corbin Behnke auf der 3. Da wird der Abstand weiter größer zu Husfeld. Also wird, denke ich mal, ein Podium werden heute. Bisschen Glück gehabt natürlich durch die Strafe da vom Vordermann. Außer natürlich auch sich selber eine Strafe. Taipan Racing, moin moin. So, durch die Strafen können wir nochmal auf die Position Deltas gucken. Da dürfte sich auch nochmal ein bisschen was verschoben haben. Also Kreling hier der große Verlierer, zumindest von den Verbleibenden. Wir haben ja auch schon 3 Autos, die runtergegangen sind. Ich meine, Pierre Meyer ist gar nicht gestartet, obwohl er, glaube ich, angemeldet war. Und sonst haben wir hier viele, viele grüne Deltas. Auch Daniela auf der 14 sollte heute Punkte holen können, endlich mal. Müssten 2 sein auf der 14, wenn ich mich nicht ganz täusche. Don Salas mit 7 Positionen auf der 16 dürfte auch halbwegs zufrieden sein. Und Schneider, der hier von Nowak noch verfolgt wird mit 6 Positionsgewinn. Eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Rennen. Aber hat noch ordentlich zu tun, der kann noch nicht Feierabend machen. Ja, vorne so ein bisschen was getan. Behnke von der 1 auf die 3. Hatte ja die Position da innerhalb der ersten 1-2 Runden. Verloren. Haben wir leider nicht mitbekommen, wie Hillegeist vorbeigegangen ist. Aber seither Hillegeist vorne geblieben. Hat er soweit alles im Griff. Hat sich vor allem im ersten Stint da nicht aus der Ruhe bringen lassen, obwohl er da 2, 3 Autos die ganze Zeit hinter sich hatte. So, Chris Schneider setzt hier nochmal zum Angriff an. Witzmann auf der Innenseite, Kurve 1. Kann er daneben bleiben? Jetzt kommt eine Linkskurve. Dann kommt aber wieder eine lange, lange Rechtskurve und 2 enge Rechtskurven. Also hier auf der Außenseite, da gewinnst du eigentlich nichts. Deswegen geht er auf die Innenseite wieder. Ja, reicht jetzt, um daneben zu bremsen. Nee, reicht leider nicht. Oh, da gibt es eine Berührung. Jetzt dreht er die 390 hier weg, den Witzmann. Da war er zu früh auf dem Gas. Und Witzmann muss sich jetzt hier erstmal drehen. Mal gucken, Gründel kann jetzt hier nochmal 2 Positionen gewinnen. Geht jetzt wieder auf die 4. Also da hat er nochmal wiederum Glück gehabt, dass er hier 2 Positionen geschenkt bekommt. Peter Meyer hinten mit einer gelben Flagge. Jetzt geht es natürlich wieder Schlag auf Schlag hier. Aber er hat hier, glaube ich, einfach einen Fahrfehler gemacht. Gucken wir mal kurz. Könnte wieder die Rechtskurve sein. Vielleicht da ist das Heck gekommen oder so. Schauen wir mal kurz. Rechts anbremsen. Ja, beim Anbremsen kommt ihm das Heck. Schöner Drift hier. Ja, sieht sehr gut aus. Eine 7 von 10 würde ich sagen. Reifen werden das nicht so dolle finden, aber hat jetzt nicht so viel Zeit gekostet. Wobei Don Salas jetzt natürlich ordentlich näher gerückt ist. 1 Sekunde ist er jetzt hier am Honda dran. Ja, sehr schade hier. Witzmann und Schneider hat natürlich hier den Witzmann wieder vorgelassen. Beide jetzt die Position verloren. Schaden sollte auch nicht allzu groß sein, sah sich nach einem großen Ditcher aus. Aber so 1, 2 kleine Berührungen gab es hier. Also, ich wollte eben noch sagen, ohne Berührung ging hier alles. Aber dann ein paar Kurven später gab es dann die Berührung doch. So, Alisch jetzt auch nicht mehr so weit weg. 3,6 Sekunden. Das ist hier der Teamkollege von Witzmann. Also Schneider hier im Orange Run Sim Racing Team. Sandwich eingeklemmt. 3 BMWs hintereinander. 8 Minuten haben wir nur noch. Und es mangelt tatsächlich nicht an 2- und 3-Kämpfen. Daniel Müller inzwischen hier an Noah rangefahren. Also fast rangefahren. Unter 2 Sekunden ist er dran. Er sieht den BMW schon, der jetzt so ein bisschen ablassen musste von Michael Schneider, wie es aussieht. Der Honda bleibt hier auf der 11. Position. Wir gehen zum anderen Schneider. Mal gucken, ob es diesmal vorbeigeht. Ohne Berührung. Aber klar, wenn die Pace-Unterschiede nicht allzu groß sind, ist das schwer vorbeizugehen, sofern der Vordermann keinen Fehler macht. So, diesmal ging es dicht hintereinander wieder durch, ohne Berührung. Und mal sehen, wer kann jetzt hier wen noch angreifen. Ich denke, vorne wird nicht mehr so viel passieren. Behnke jetzt inzwischen, ja, da ist doch mal wieder 3 Sekunden dran. Also Husfeld kann sich da nicht komplett sicher sein, aber kommt doch nicht an Hillegeist dran, wie ich dachte. Doch wieder über 7 Sekunden. So, wieder Side-by-Side hier. Da vorne ist noch ein Audi. Aber das ist keine Position. Der macht Platz, das ist der Christoske nämlich auf der 18. Position. Jetzt geht es hier auf der Innenseite, vielleicht zumindest mal daneben. Und jetzt wieder Side-by-Side hier in den letzten Abschnitt. Wir fahren mal mit hier beim Schneider. Da links sehen wir den BMW, den Gegner. Er wird versuchen, hier auf der Innenseite dagegen zu halten. Muss aufpassen, nicht so weit rauszurutschen. Gab es da eine Berührung? Wackelt hier so ein bisschen. Ja, könnte reichen. Oder gibt es den Switchback? Da im Rückspiegel sehen wir den BMW. Es geht aber vorbei, diesmal ohne Berührung. Auf die 5. Position jetzt doch nur noch. Also Gründel hat da, wie gesagt, Glück gehabt durch die Strafe, sage ich mal, nur 1 Position im Prinzip verloren. Aber dafür halbe Minute jetzt Rückstand aufs Podium. Aber unterm Strich jetzt war die Strafe dann nicht ganz so schlimm in der Auswirkung. So, was haben wir hier noch? Don Salas, der fährt hier weiter Richtung Peter Meyer auf der 15.
Ja, da geht es wenigstens nochmal um einen Punkt. Also das könnte nochmal interessant werden für den Aston Martin-Piloten, da nochmal vorbeizugehen. Davor haben wir dann Daniela lange nicht gesehen. Das könnten die ersten beiden Punkte in dieser Saison werden. Wäre doch sehr, sehr schön. Der Teamkollege auf der 21 sehen wir hier. 9 Sekunden hinter Lenz Live. Ja, der ist leider doch abgeschlagen von den Punkten zumindest. Wir haben ja doch einen guten Abstand da zwischen 16 und 17. 45 Sekunden fast. Also beide Apollo Motorsport-Piloten hier. Ja, unterwegs heute mal wieder. Ich glaube auch nicht bei jedem Rennen dabei. So, wo gehen wir hin? Kurz mal auf Don Salas drauf. Hier hinten sind wir ja nicht ganz so oft gewesen die letzte Zeit. 20 Grad haben wir noch. Und wir haben jetzt noch 5 Minuten auf der Uhr. Sind noch so 4 Runden. Ja, der erste gerade über die Linie gegangen. Könnte hier Don Salas auch nochmal überrunden vielleicht. Und den Peter Mayer. Also 4 Runden haben wir noch. Dann ist für dieses Jahr bei Racing League Esports ACC zumindest. Erstmal wieder Pause. 3 Wochen sind es dann, glaube ich, ne? Bis zum 2. Januar. Ja, 3 Wochen. Wie gesagt, dann auf Suzuka unterwegs. Auch eine sehr, sehr schöne Strecke. 1 Stunde dann wieder. Alumi, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. So, ich guck mal, ob wir noch Strafen offen haben. So, Schneider auf der 5 kriegt 5 Sekunden und Peter Mayer auf der 15 kriegt nochmal 5 Sekunden. Ja, wirkt sich das hier aus? Oh ja, Schneider auf der 5. Das ist, bisschen bitter für ihn, wenn er 5 Sekunden drauf kriegt. Verliert er. Na, 2, fast 3 Positionen. Ganz, ganz blöde Sache. Das war wahrscheinlich der Vorfall hier mit dem BMW, den er gedreht hatte. Also da könnte er nochmal ein paar Punkte verlieren. Das heißt aber für Witzmann, der muss da gar nicht mehr angreifen. Der kann da eigentlich hinterherfahren. Weil viel weiter nach vorne wird es dann nicht mehr gehen Richtung Gründel, denke ich mal. Das heißt, der Zweikampf dürfte sich praktisch erledigt haben. Fährt jetzt hier wahrscheinlich hinter dem BMW einfach ins Ziel. Der Teamkollege dahinter, 3 Sekunden. Außer der kommt nochmal nah, aber ist nicht mehr so viel Zeit. Ja, so sieht das da aus. Daniel Müller jetzt direkt ran hier an. Philipp Noack hat sich hier ranfahren können. Vielleicht sehen wir hier nochmal den Zweikampf. Könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht noch nicht ganz hier. Der Porsche jetzt hier auf der Geraden. Ja, bisschen im Hintertreffen natürlich. Das wissen wir alle. Selbst hier im Windschatten wird er höchstens dranbleiben können. Aber Philipp Noack jetzt schon wieder in einem Dreiergespann unterwegs. Also fast immer irgendwie mit 2 Autos im Kampf. Wohin eher nur mit dem Honda. Sehr, sehr schön Zweikampf, den wir da gesehen haben. Jetzt wird er hier aber wieder verfolgt von Daniel Müller, dem Porsche-Piloten, der doch schon ganz nervös hinten dran hängt, wie wir sehen. Immer mal wieder guckt er links, rechts. Guckt, dass er da nicht draufballert beim Anbremsen. Und könnte sein, dass wir hier nochmal den Positionswechsel sehen werden. Hier und dann vielleicht 15-16 nochmal. Schauen wir. Bleiben erstmal hier drauf, würde ich sagen. 3 Minuten nur noch. Ja, Kurt Hassel hinten kurz mit einer gelben Flagge. Don Salas ebenso. Da gucken wir mal kurz. Vielleicht gab das beim Überrunden oder so einen Vorfall. Nee, kein Porsche in Sicht. War wahrscheinlich unabhängig voneinander. Achso, hat hier nur jemanden. Achso, hat den Hillegeist vorbeigelassen. Alles gut. Alles gut. Gehen wir wieder auf Daniel Müller. Ja, danke. Da. Ja, wenn ich aus dem Replay wieder zurückspringt, dann geht er mal auf die andere Position, wo ich vorher war. Deswegen muss ich hier nochmal raufklicken. Ja, gucken wir mal, was am BMW mit der 99 vorbeigeht. Eine Position hat er gewonnen. Wäre dann seine zweite Startposition hier. Genau, Nick auf der zweiten Position. Ja, dürfte das letzte Duell sein, was hier nochmal interessant wird. Ja, Lumi, danke. Schön, dass es dir gefällt hier. Ja, morgen übrigens, falls einen interessiert, machen wir natürlich wieder LFM und dachte, wir machen da R-Faktor. Haben dann 3 Rennen. Gucken wir uns als erstes gleich die BTCCs an. Wie heißt das? Finnland, glaube ich, ist die Strecke. Dann gehen wir rüber zu GTEs und LMPs auf Watkins Glen, während wir eine DT gerade haben, die 555. Das war André Kirch auf der letzten Position, ändert nichts mehr. Während wir hier den Zweikampf sehen und dann am Ende machen wir noch Tartus F3 morgen. Oh, hier. Ah, der ist unruhig hier, der Porsche. Ja, der will nochmal vorbeigehen natürlich. Nochmal so 1-2 Pünktchen mehr holen. Also wie gesagt, morgen dann um, ich glaube 19 Uhr fangen wir ungefähr an. Gucken wir uns dann 3 N bei R-Faktor an, falls ihr da dann einschalten möchtet.
tut das gerne. Ansonsten haben wir Mittwoch noch die Pro Series natürlich. Daniel Müller wahrscheinlich jetzt mit einer DT, würde ich mal behaupten. Jawohl, Schneider mit einer DT auf der 5 auch noch. Eieiei. Also Schneider wird da vorne nochmal ordentlich zurückgeworfen werden. Müller muss jetzt hier abreißen lassen. Sehr, sehr schade. Gut für Philipp Nowak natürlich, der hier am Michael Schneider, ja, zumindest nochmal dran bleibt. Mal gucken, kann er noch angreifen? Wo ist der Erste? Der ist jetzt hier in der vorletzten Runde, beziehungsweise geht jetzt in die letzte Runde rein. Die Nummer 1 hier, ja, wird dann seinen Vorsprung in der Gesamtwertung tick ausbauen können. Der direkte Verfolger in der Gesamtwertung ist ja auch direkt hier hinter ihm, auf der zweiten Position. Ja, schade, hätten wir uns eigentlich nochmal einen 3-4-Kampf gewünscht. Erstes Stint sah ja sehr interessant aus hier. Ja, danke Taipan Racing. Aber mache ich jetzt auch schon ein paar Monate, jeden Tag fast, gefühlt. Aber ich glaube, seit August so 5-mal die Woche locker. Da kriegt man ein bisschen Routine rein, sage ich mal. Ja, wie gesagt, also Mittwoch haben wir noch dann Pro Series. Donnerstag schauen wir mal, ob wir Nordschleife dann machen. Haben wir auch schon länger nicht gehabt. Wollte ich dieses Jahr nochmal machen. Freitag haben wir Big Grid bei Rennwelten. Da fahre ich aber selber. Gucke ich, ob ich das dann streame. Samstag haben wir dann 8 Stunden auf Barcelona bei Racing Quest. Und Sonntag müsste VCO schon wieder sein. Also wieder richtig, richtig volles Programm, was wir haben. Ja, jetzt gucken wir aber hier die letzten Runden. Bink jetzt doch nochmal ein bisschen rangekommen. Hier 2 Sekunden. Denke mal nicht, dass das reicht. Wir gehen vielleicht einfach mal auf den Führenden. Der ist nämlich gerade im letzten Abschnitt hier unterwegs. Begleiten ihn auf den letzten Metern. Silvester Nordschleife Community, ja. Aber wir haben bei LFM 6 Stunden Suzuka am 25. Dezember. Also wer Weihnachten nichts vorhat, kann da gerne mitfahren. Oder, wie ich immer so schön sage, das Rick einfach an den Tisch stellen mit der Familie und dann zusammenfahren. So, Ricardo Hillegeist von der 2. Uzza jetzt nochmal mit einer gelben Flagge hier unterwegs gewesen. Aber wir gucken, hier der BMW-Pilot. Der kann jetzt, wie gesagt, ein paar Pünktchen nochmal ausbauen in der Gesamtwertung. Glückwunsch an Ricardo Hillegeist. Auf der 2 Nick Kussfeld mit der 24 der Porsche. 2 Positionen gewonnen und aufs Podium hat es auch noch geschafft, der Corbin Behnke, natürlich dadurch die Strafe von Alexander Gründel, der jetzt hier auf der 4. Position ins Ziel kommt, dem geschuldet. Wenn Uzza jetzt zurückgeportet, wie es aussieht, was auch immer los war, vielleicht kein Sprit mehr, keine Ahnung, auf jeden Fall haben jetzt einige nochmal Positionen gewonnen. Wir gehen nochmal ein bisschen durch, Gründel hatten wir, Chris Schneider müsste dann 5. werden, ach nee, der hat auch die, hat er noch eine Strafe offen, kurz gucken. Ja, Schneider hat noch eine DT offen, der wird also auch nochmal, weiß nicht, 100, ah ne, die nimmt er jetzt an, okay. Wird da keine Strafe im Nachhinein bekommen. Also Witzmann wird nochmal nach vorne gehen, alles direkt dahinter, die beiden Teamkollegen, also hier von Orange One Racing, zusammen hier übers Ziel auf der 6 und 7, wie es aussieht, Gela auf der, ne, 5, 6, Gela 7, bisschen durcheinander hier durch die DT. Chris Schneider, ich hoffe, die zählt für ihn noch. Ja, Max Ohlinger auf jeden Fall dahinter auf der wahrscheinlich 9. Position. Michael Schneider kann sich vor Philipp Nowak retten. Sehr, sehr schön Zweikampf, den wir hier gesehen haben zwischen den beiden. Hat mir gut gefallen, denke euch auch. Aber Nowak dann jetzt hier doch nur auf der 11. Ja, ohne den verlängerten Boxenstopp wäre es in die Top 10 gegangen. Dani Daniele auf der 12. Position mit 9 Positionsgewinn. Dürfte das Auto sein mit den meisten Gewinnen hier. Sehr, sehr gut. Hier die ersten Punkte für diese Saison. Auch da kann man sich, denke ich, sehr schön drüber freuen. Peter Meyer dahinter, der Honda auf der 13. Gonzalez bereits im Ziel auf der 14. Auf der 15 haben wir Kreling. Chris Soske, ja, kein optimales Rennen heute auf der 16. Kurt Hassel haben wir auf der 17. Linz Live auf der 18. Ja, Ben Uzza wird nochmal durchgereicht. Also André Kirch, der wird hier gleich auf die 19. Position gehen. 3 Autos verloren, 1 nicht ins Ziel gekommen. Und damit, ja, würde ich sagen, gehen wir kurz ins Studio und schauen mal, wohin wir noch raiden könnten. Aber erstmal gehen wir zurück. So, gehen wir hier auf Garage. Zack, zack, zack. So, ja, sehr schön, schönes Rennen. Also 1,5 Stunden ist eigentlich selten langweilig gewesen. Vorne hatten wir eine schöne Vierergruppe. Top 10 war am Anfang. Erstes sind eh sehr, sehr spannend. Nach dem Boxenstopp, ja, hat sich vorne ein bisschen auseinandergefriemelt. Auch so ein paar Strafen, Zeitstrafen. Ein paar DTs hatten wir, SG30s. Ein paar Autos haben wir leider verloren. 20, glaube ich, sind ins Ziel gekommen. Aber vor allem, ja, Mittelfeld, Platz 2, 3, 4, da hatten wir immer schöne Zweikämpfe. Ein paar Dreher natürlich auch dabei gewesen. Aber war doch nochmal ein schönes Rennen. Wie gesagt, jetzt ist erstmal 3 Wochen Pause bei Racing League Esports. Dann geht es nach Suzuka am 2. Januar, also kurz nach Silvester, logischerweise. Und ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. So, jetzt gucken wir erstmal, wo raiden wir hin?
Wo waren wir denn länger nicht, ist die Frage. Guck mal kurz, was hier gefahren wird. Wird hier noch gefahren, ist die Frage. Ja, ansonsten, wie gesagt, geht's morgen weiter bei Dave Gaming. Oh, der fährt tatsächlich ACC. Was ist denn da los? Na, machen wir das doch mal. Fährt ja nicht so oft ACC, glaube ich. Zumindest, was ich so mitbekomme. Da gehe ich doch mal hier auf den Vorschlag ein. So ist das ja nicht. Also, wie gesagt, morgen im LFM geht's weiter. Machen wir bei R-Faktor. 3 Rennen, wie gesagt. Das wird sehr interessant. 3 Klassen, beziehungsweise 4 Autoklassen haben wir. 3 Rennen, 3 verschiedene Strecken. Ja, nicht zufrieden mit dem Raid. Egal, jetzt habe ich den schon angefangen. Jetzt machen wir das. Ja, genau. Und am Mittwoch haben wir noch Pro Series. Weiß ich gar nicht, wo wir das dann machen. Ob bei Zappi, Andi, mir. Müssen wir mal ein bisschen abquatschen. Donnerstag machen wir dann auch nochmal was. Freitag, Samstag, Sonntag. Habe ich alles erwähnt. Auf jeden Fall danke für eure Follows. Ja, Dani, genau. Glückwunsch zu den Punkten. Platz 12 war es, glaube ich, ne? Sehr, sehr schön. Vielleicht kannst du da nochmal anschließen in den nächsten Rennen. Ansonsten danke für die Follows, danke fürs Zuschauen, danke für die Raids. Passshow TV, PWA. Und glaube, das war's. Ja, schön, dass ihr noch dabei gewesen seid. Dann, ja, grüßt mal den Dave mal. Der fährt gerade auf Barcelona Qualifying. Ja, sieht gerade nicht ganz so gut aus. Platz 32. Ah, vielleicht geht er nochmal nach vorne. Schauen wir mal. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, 19 Uhr, glaube ich, geht's dann los, wenn ihr mögt. Und dann bis morgen. Ciao, ciao.